Ich bin, glaube ich, nicht allzu weit weg vom Pyramid-Spot. Er ist nicht Pummel hier im Wald. Eben. Hallo Evoli Boy. Oder ist es nicht sogar hier? Ich gucke jetzt mal kurz. Pummel. Route 2, Novaria Wald. Das hier ist Route 3, glaube ich. Ja, okay. Wie geht's euch? Wir spielen heute das Spiel. Ich zähle jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15 Mal durch. Hallo Versi. Hallo Flippo. Hallo MLGLOL. Hello. Gibt's einen Unterschied? Pochumel. Novaria Wald. Pochumel. 20%. Route 2, Pormel. 20%. Asli hat eine Fangchance von 100% auf Route 2. Deswegen werde ich es immer auf Route 2 fangen. 15 Mal das Intro von XY anschauen. So ist das. Hallo Kuron, Dagnir, hallo. Und dann haben wir wirklich alles, wobei nicht wirklich alles. Ich habe gestern Nacht noch ein bisschen Oras gespielt. Wow. Ich habe gestern Nacht noch ein bisschen Oras gespielt und habe dort Pokémon gefangen. Alle, die einen Megastein haben können. Ich habe auch noch nicht alle gemacht, aber schon einige. Das ist sowieso extra Arbeit. Das ist Fleißarbeit, die wir machen in Oras. Ich fange die nicht mal im Pokéball in Oras. Ich fange die alle im Hyperball oder Flottball. Hallo Danu. Für 20% sind die Encounter hier in XY echt seltsam immer. Sebastian Bessler. Vielen Dank für 49 Monate. Dankeschön. 49, das ist so eine krasse Zahl einfach. Wie macht ihr das? Ich glaube, mein einziges Commitment, was so lange ist, ist Netflix. Das ist wahrscheinlich länger als 49 Monate. Ich habe Netflix, seit Netflix in Deutschland existiert. Das glaube ich, entweder 2013 oder 2016 ist. Ich bin Sub, seit ich weiß, dass es Twitch gibt. Ja, so wie bei mir und Netflix. Krass, krass, krass. Vielen, vielen Dank. Okay, dann suchen wir es halt auf Route 2, wenn es hier nicht kommen will. Route 2 haben wir wenigstens eine 100% Catchrate. Denn es ist die Tutorial-Route. Dann fangen wir das und das ist dann das Irische. Das Grüne, das, keine Ahnung. Das hier. Und eigentlich müsste ich die nicht hier entwickeln, aber ich glaube, ich will sie hier entwickeln. Was ist, ich glaube, Level 12 ist es, oder? Nicht ganz so krass wie Smetbo und Bibor, aber auch nicht schlecht. 9 und 12, genau.
Das ist schon ein Stück, was man dann spielen muss. Von Pummel kann nix. Soll ich die wirklich jedes Mal in dem Spiel hier entwickeln? Hallo JJ, das Taubsi hört sich aber seltsam an. Hallo Marco. So hört sich schon eher ein Taubsi an. Buchmel. Just Mind und nebenbei Shiny Resetten. Let's go. Was Shiny Resettest du denn, Batzi? Betsy? Biazi? Hast du mich gerade Taubsi genannt? Deine Flöte klingt eher wie ein Taubsi, weil es ist genau dann, als das Taubsi kam. Also Ziergarten, das sah so aus wie ein Shiny. Ziergarten sieht aus wie ein Shiny, ne? Weil es grün ist. Vielleicht finden wir ja noch ein Shiny hier. Frute 2. Hallo Carmine. Alter, wo ist dieses Pummel? 20%. Lavados. Das letzte von den drei Vögeln. Sehr gut. Viel Erfolg, viel Erfolg. Hast du den Schillerpin? Hallo Daniel. Oh, Mel. Wo bist du? Pummel. Wie komme ich am schnellsten in einem neuen Spielstand von Level 2 auf Level 12? Oder hat es Pummel im Wald ein höheres Level? Dann lohnt es sich vielleicht doch. Aber am Anfang sind die Level eh geschenkt. Im Wald hat Pummel Level 2 bis 3. Genau das gleiche. Okay. Du warst bei Zapdos schon bei Doppel-Odds. Erst bei 2100 kam es. Aber 2100 geht ja noch. Aber ja, es ist... Mit Schillerpin ist es dann Doppel-Odds, das stimmt. Das Taubsi sieht aus wie ein Shiny. Ja, okay. Das merken wir hoffentlich, wenn das Shiny ist. Ich brauche allein, eigentlich ist ein ganzer Reset 15 Minuten. Ich brauche allein 15 Minuten, um eins zu finden. Hallo Hikaru. Welches findest du von den drei Vögeln das schönste Shiny? Heute das erste Mal Gen 4 spielen. Geil. Richtig Gen 4 oder spielst du BDSP? 20% Pummel. Was ist mit dem? Es kommt davon, wenn alles 20% ist. Aber es macht keinen Sinn. Hä, es sollte so... Hä, wo ist Pummel? Schönstes Arktos, das ist die richtige Antwort. Welche drei Vögel? Die drei Vögel. Immer wenn man von Vögeln redet, geht es um die drei Vögel. Diamant, richtig Diamant, okay. Viel Spaß. Zapdos ist nur knalliger und Lavados ist weird pink. Der Zapdos sieht noch mehr aus wie ein verbranntes Hühnchen. Hey, oh, wir müssen ja auch noch drauf achten, dass es männlich ist. Soll ich das Eneko immer mitnehmen? Auf 15 hochgerechnet kann es schon nervig sein, wenn dann ein Weibchen kommt. Aber dann muss ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Spielstand starte, wieder in Home reingehen. Das dauert so lang. Ich meine, ich muss einmal in Home reingehen, um jetzt das Pummel auf die Bank zu packen. Mann.
Diamant ist besser als Perl, du wirst es lieben. Aber was mit Platin? Aber auch oft innerhalb von einer Minute, ja. Ich glaube, ich nehme kein Ineko. Wir hoffen einfach. Mein Problem ist, ich habe gerade keinen Fliegen auf diesem Spielstand. Aber das werde ich dann auch nicht haben, wenn wir jetzt den Spielstand löschen. Deswegen laufe ich jetzt einfach. Und besiege alles auf dem Weg. Ich meine, anders geht's ja nicht. Ich laufe dann hier durch. Ich muss sowieso zum ersten Pokémon Center, um überhaupt tauschen zu können, glaube ich. Wahrscheinlich Bank kann ich schon davor benutzen. Jetzt kommt Pummel auf Level 3. Also was? Das fange ich jetzt. Ein Level weniger. Hallo Game Benny. Ein Dooflauf hat bei mir zwischen 40 und 55 Minuten gedauert. Echt so lang? Habe ich das vielleicht, man vergisst ja Schmerz. Vielleicht habe ich den Schmerz von damals vergessen, wo ich das gemacht habe. War es doch so lang? Muss man das nicht entwickeln, ehe man es tauscht? Nee, also in dem Pummel ist jetzt festgelegt, was es für ein Vivillon wird. Ich könnte dieses Pummel auch einfach jetzt schon auf Bank packen, auf Home packen und in Karmesin entwickeln. Aber ich find's cooler, wenn wir jede Farbe einmal hier in der XY-Grafik sehen. Hat der ernsthaft einen Pummel? Der will mich doch. Hallo, Herr Binz. In der DNA von Pummel. Ich habe heute erfahren, dass Pummel in Pokémon Home einen Bug hatte. Und zwar hat Pummel bei einer bestimmten Farbe in die Kamera geguckt. Normalerweise guckt es ja so in Home einfach so in die Blickrichtung. Und es gab einen Bug, dass irgendwie eine Form, keine Ahnung, Polarform oder sowas, hat in die Kamera geguckt. Und es war dann so ein ganz so ein seltsamer, so ein erwischter Blick so. Aber den Bug haben sie dann korrigiert und es war quasi eine zweite Pummelform. Aber das haben sie korrigiert. Ist ja auch ein Bug. So, ich glaube, hier sind noch ein paar Trainer, die ich besiegen kann. Ja. I'm feeling better. Voll mein Rücken ist besser. Aber meine Nase möchte nicht frei werden. Selbst wenn ich alle Trainer besiege, bin ich niemals auf Level 12 bis dahin, oder? Selbst wenn ich alles mit Pummel mache. Kann Pummel überhaupt kämpfen? Es kann auch Tackle bestimmt. Nasenspray? Nasenspray ist inferior gegenüber Nasenduschen und ich mache immer Nasenduschen, schon seit einem Jahr. Nasenspray. Wie lange streamst du heute? Bis ich keine Lust mehr habe. Hast du ein Video gemacht, wie man alle Vivillons fangen kann in Gen 6? Nee, aber in Gen 9 habe ich ein Video dazu gemacht, wie man das machen muss. Da ist es nämlich richtig kompliziert. Zu Gen 6 habe ich das nicht gemacht, weil Gen 6 ist alt. Das interessiert niemanden mehr. Aber in meinem Gen 6 Video wird das natürlich erklärt. Wir schreiben gerade Geschichte. Was schon bald sein könnte, wenn man noch ein paar Mal fragt, wie lange es noch geht. Ja. Umso öfter du fragst, desto kürzer wird der Moment. Das war schon, mehr gibt's hier gar nicht. Du noch? Nein. Es sind beide Level 4. Ich glaube, es bringt noch nicht mal wirklich was, ein Level 3 zu fangen, weil der Unterschied so gering ist. Hallo, Levin.
Kann ich jetzt nicht irgendwie... Nee, ich muss erst... Oder? Nee, doch, ich kann hier nach rechts. Dann bin ich direkt bei einer Route mit Level 30 Gegnern, glaube ich. Hier, ja. Ich meine, kann ich das nicht dann auch machen, wenn ich hier lang gehe, aber hier sind die Gegner immer noch schwach. Und dann bei der Siegestraße komme ich nicht durch. Okay, kein Trick. Und selbst wenn, würde ich es ja gar nicht schaffen. Das heißt aber, Ceratronix, du hast auch alle Purmel im Spiel selber entwickelt. Und nicht irgendwie erst in Gen 8, 9. 8 geht gar nicht. Das sollte doch rein für Level 12. Weilord, come on. Heute nach einer Stunde die Ultra-Pforte von Regice gefunden. Jetzt geht's wieder an die Resets. Geil, pass auf, Regice sieht man nicht so leicht. Aber du wirst den Schiller hören wahrscheinlich. Also nicht zu früh resetten. MGLOL, du bist ein Funpi heute. Was wurde gerade besiegt? Mein Lucario wurde besiegt? Oh, mein Lucario ist auch Level 30 gewesen. Moment mal, ich... Vielleicht schaffe ich das nicht. Moment mal. Ich bin 48. Moment mal, jetzt muss ich meinen Purmel rufen, das wird zerstört. Man kriegt kein Level, nein. Was ist das für ein Dreck? Ich kann nur Tackle. Ja, okay, das ist klar. Komm, wenigstens Wylord besiegen. Okay, nice. Was kriegst du jetzt für ein Level-Pummel? Mehr. 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 Das dauert. Ich liebe ja, was es heute für Quality of Life Änderungen gibt in Gen 9. Wo es einfach bam, Level 15. Warum muss ich mit anschauen, wie viel Level es bekommt? 9, okay, es entwickelt sich. Reicht ein Wylord? Warum hast du so starke Pokémon? Das ist mein Spielstand noch von gestern, wo ich Zapdos gefangen habe. Ey, okay. Aber das Team habe ich ja zurück auf X getan, deswegen habe ich kein Team zum Kämpfen. Ich dachte mir, warum soll ich einen Spielstand neu starten, wenn ich ja noch einen habe, wo ich nie einen Pummel gefangen habe. Okay, kann ich jetzt irgendwie flüchten, bitte? Ja, vielleicht schaffe ich es ja auch. Mit Body Slam. Und wird der Pokémon Go Dex vervollständigt? Er ist ziemlich vervollständigt. Es gibt nicht viel, was mir fehlt in Pokémon Go. Ich warte darauf, dass ich ein starkes Mankey finde, dass ich das zu Epitaph machen kann. Viele könnte ich entwickeln, wenn ich einfach Sonderbonbons benutze. Leo, bist du dieses Jahr auf der Gamescom? Oh, man entwickelt, obwohl man den Kampf verliert? Das habe ich mich letztens gefragt, ob das geht. Das ist nett. Einfach so ein Leichnam, der sich so entwickelt. In deinen Armen, so auf deinem eigenen Leichnam, so das Pummel so drauf und so. Wenn du damals beim Erstellen des Spielstands so schlau warst, die Region umzustellen, war es ja gut. Hä? Ich habe noch nie einen Vivior gefangen. Wir fangen jetzt unser allererstes Vivior. Es ist komplett egal, welche Region ich habe. Aber die Region ist Irland. Das heißt, ich kriege das Grüne jetzt.
Ich musste da an nichts denken. Jetzt, wenn wir einen neuen Spielstand machen, muss ich daran denken, davor jedes Mal die Region zu ändern. Aber das vergessen wir nicht, weil deswegen sind wir ja da. Soll ich die jetzt einfach nochmal machen? Ich mach den einfach nochmal. Wie muss man das dann für Pummel machen? Einfach die Systemsprache umstellen oder in-game? Oh nein! Was? Das siehst du gleich. Ich brauche noch ein Level. Dann starte ich das Spiel neu. Aber vielleicht nehmen wir eins hier drin. Dann überlebe ich vielleicht. Aber ich sehe es halt nicht ein, den Pokémon Go Dex auf Home zu übertragen. Warum sollte ich alle meine Go Pokémon auf Home übertragen, wenn ich dann in Go keine Pokémon mehr habe? Das ist so dumm. Irgendwie sollte Home eine Verbindung zu... Irgendwie sollte Home eine Verbindung zu Go haben, stetig, und abrufen, was da mein Pokédex ist. Weil bei allen anderen Spielen kann ich sie ja hin und her tun die ganze Zeit. Aber in Go sind sie einfach dann, ich muss sie aus Go rausnehmen. Ich tue doch nicht die krassesten Pokémon aus Go raus, nur damit ich in Home einen Haken kriege. Vor allem, ich glaube, man kriegt in Home noch nicht mal einen Haken dafür, weil Go kein Ende eingestellt hat. Es gibt kein von so viel. Moin, wirst du wahrscheinlich Gearspens und Monitigo handeln beim Event? Nö. Außer es stellt sich raus, dass die Shiny Hunting, dass die Shiny Chance tatsächlich fair ist. Dann mache ich das vielleicht. Aber ich habe die schon in Shiny. Vom letzten Mal. Aber es wäre natürlich schön, welche zu finden, die man selber findet. Aber wenn die bei 1 zu 4000 bleiben, sehe ich das nicht ein. Einen verbuggten Raid immer wieder neu zu starten. Ich habe in X1 gefangen als Test, um zu schauen, was denn für eins rauskommt, wenn wir mit dem Emulator spielen. Und dann kam irgendein afrikanisches Muster raus. Da habe ich gesagt, nee, das zählen wir nicht. Deswegen, das ist das erste offizielle WWJ, das wir jetzt haben. Und da mein 3DS auf Irland gestellt ist, eins der schönsten WWJs, müsst ihr zugeben. Das grüne Muster ist eins der schönsten Muster. Klick. 1 von 15. Das müssen wir jetzt noch 14 Mal machen. Aber dafür muss ich jetzt immer wieder das Pokémon zuerst auf die Bank tun. Oder auf die... auf den PC. Hallo Scoutly. Das erkennt man direkt beim Raid oder erst beim Fangen? Das erkennst du schon beim Raid, aber es gibt keine Schiller-Animation. Und Gearspenst ist sehr, sehr schwer zu sehen, weil sich ja nur der Körper leicht heller färbt und in der Truhe drin ist. Deswegen solltest du jedes fangen. Und dann siehst du, wenn du es gefangen hast, dann erkennst du es. Aber im Raid selber es zu erkennen, darauf würde ich mich nicht verlassen. Hast du die zwei Event-Vivi auch schon? Ja, siehst unten, was ich alles habe. Warum heile ich mich? Wie ist das denn, wenn ich von Go ein Bisasam nach Home transferiere, dann ist es in Home davon registriert und wenn ich das in Karmesin übertrage und entwickle, bleibt das Go-Zeichen erhalten und das zählt aus Go für Home-Go-Dex? Gute Frage, ich glaube schon. Ich glaube schon. So, auf die Bank. Speichern. So. Wer interessiert ist, wie man sich alle WWJs holt in XY, muss jetzt aufpassen, denn jetzt fangen wir einen neuen Reset an.
Beziehungsweise noch nicht. Zuerst muss ich dieses WWO, was ich jetzt habe, auf den Server tun. Scoutly, danke für 7 Monate. Und Lurky, du bist ein Ninja-Turm. Wie machst du das mit der Nintendo Network ID? Bei mir kommt die Meldung, wenn ich die Region des 3DS umstellen will, dass ich die NN-ID nicht mehr verbinden kann, wegen Bank wichtig. Gute Frage. Ich habe das damals komplett legit gemacht mit den WWOs. Und ich habe das safe mit Bank gemacht. Wir werden es gleich sehen. Aber eigentlich sollte das gehen. Ich habe das schon mal komplett gemacht. Das ist nicht gut. Hilfe. Hab gerade gesehen, dass man die NNID auch ändern kann. Das muss ich aber eigentlich nicht. Eieiei, was war das denn? Abgestürzt. Region der NNID. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Ich habe das mit den Vivillons komplett legit gemacht, bevor mein DS überhaupt gemoddet war. Also da sollte überhaupt nichts im Wege stehen. Den Screen kenne ich zu gut. Ich nicht. Passiert das so oft bei dir? Danu, du bist eine kleine fliegende Fledermaus-Schwein. The Lord, du bist ein Bluebella. I see. Du bist ein Bibor. Obito. Du bist eine Klippe. Boris. Du bist ein Kaputoro. So, wir machen die gleich in der richtigen Reihenfolge, würde ich sagen. Wobei, kann ich nicht machen, weil da oben sind noch 3. aber vielleicht mache ich es trotzdem. 1, 2, 3. Und dann hier so, dass es genauso aussieht wie links, wie unter mir. Dann speichern wir. Und dann ist das grüne Vivio safe in der Cloud, in der Wolke. Und jetzt starten wir die Einstellungen. Dann müssen wir noch unsere Liste aufrufen. Wir fangen hier in der Liste oben an. Ich will jetzt das Polarmuster. Also das Standardmuster. Vivio. Warum hast du keinen Namen? Wie heißt dieses weiße Muster? Wie heißt das weiße Muster? Das müssen wir kurz rausfinden. Hier sieht man das doch, oder? Ungefähr. Das Weiße ist ganz oben. Also grau? Also was grau ist. Also Russland, Kanada, Kanada. Schau mal, wie das heißt. Wenn ich hier einfach Kanada eingebe. Kanada. High Plains. Aserbaidschan. Das klingt nicht richtig. Ah, doch, Icy Snow ist es. Icy Snow ist es. Icy Snow, Finnland zum Beispiel. Das sollte stimmen, oder? Finnland, ja, ist hier. Icy, okay, Finnland. Also machen wir als nächstes Finnland. Dafür gehen wir auf allgemeine Einstellungen. Nutzereinstellungen. Region auswählen. Okay.
Und dann gehen wir zu F. Finnland. Okay. Sie fragen, ob wir hier irgendwas eingeben müssen, aber ich glaube nicht. Ich glaube einfach nur Finnland reicht. Non-selected, ja, alle gehen. Ich mach mal nicht festlegen. Du kannst quasi immer das Land auswählen und darunter noch einen Bereich. Dieser Bereich ist oft wichtig. Meistens ist es egal, welchen Bereich man wählt. Weil zum Beispiel ein Land wie Russland ist so groß, dass es mehrere Formen darin gibt. Deswegen muss man dann auch noch den richtigen Bereich einstellen für die richtige Form. So, aber das sollte jetzt... Hallo? Ist das die gleiche Aufteilung wie bei Go? Ja. Go ist quasi ungenauer, weil das GPS halt nicht exakt messen kann, wo du dich gerade befindest. Deswegen ist da viel mehr so Wiggle-Raum. Aber hier musst du einfach das exakte Land auswählen. Und jetzt starten wir Y. Lucy, du bist ein zusammengestöpseltes Fossil. Elektrodon oder so. Piskatrodon. Und drücken BX hoch? BX hoch. BX hoch. Speicherstand löschen. Ich bin in Y dann, oder? Kurz checken. Ich bin in Y. Ja, ja, Y können wir löschen. Wir löschen Y. Das dauert wie immer ewig. Genau, je nach Bundesland hat Deutschland auch verschiedene Muster. Zwei verschiedene. Das rosane oder das... irgendwas. Wenn der Aura-Spielstand weg ist, das wäre fatal. Den habe ich nämlich auch nicht gebackupt und gar nichts. Ich weiß, die sagen, dass man Online-Dienste nicht mehr nutzen kann, wenn man die Region ändert. Aber weißt du was? Die lügen. Und jetzt müssen wir uns das komplette Intro anschauen. Und bis dahin spielen, wo wir einen Pummel fangen können. Was zum Glück auf der allerersten Route ist. Ihr habt es eben alles schon mal gemacht, vor 4 Jahren, 3 Jahren oder so. Aber hab halt einfach nur das Pokémon gewollt und hab mich hier immer einfach, ich hab einfach so gemacht. Und hab dann weitergemacht. Deswegen heißen meine Vivillons, die OT heißen so Xixa, Kukra, irgendwie so krasse Namen. Was mir egal war. Jetzt ist es mir natürlich nicht egal. Wir fangen das Ding in einem Pokéball. Und wir müssen natürlich immer die Leo-OT haben. Deswegen muss ich hier jedes Mal ein bisschen Zeit verschwenden und mich Leo nennen. Aber ich mache mich blond. Egal wie ich aussehe. Es gibt 3 in Deutschland sogar. Blumenmeer ist auch Bayern. Okay, okay, okay. Hallo Salty Papa. Ein Link zu der Seite. Das hier ist die Liste mit den Ländern, die man einstellen muss. Die meisten Listen, die man jetzt findet, sind halt auf Go bezogen. Und dann ist es immer noch eine Weltkarte. Aber das ist eine Liste, wo tatsächlich die Länder stehen, die man eingeben muss. Bayern hat ein blaues. Okay, und jetzt müssen wir hier uns selber im Spiegel bewundern. Wir können mal die Zeit jetzt stoppen. Es ist 14.50 Uhr. Mensch, Sanna und wie auch immer die andere ist. Es ist peinlich, dass ich mir ihren Namen nicht merken kann.
So einfach ist es, Freunde zu finden, Leute. Ihr müsst immer nur die Tür aufmachen. Dann stehen da zwei, naja, Kinder. Serena und Sana. Ja, Serena, Sana, Trovato und noch ein Name mit T, glaube ich. Hey, vielleicht finden wir einen Shiny Starter. Tiano. Trovato, Tiano, Serena und Sana. Alles sehr französische Namen. Tierno, glaube ich, ja. Tierno. So, dann müssen wir einfach A spammen. Geben uns einen Spitznamen. Nehmen Finks als Starter. Spammen dann B, um Nein zu sagen beim Spitznamen. Dann muss ich zurück zur Mama. Ne, dann muss ich gegen Sana kämpfen. Dann muss ich zurück zur Mama. Dann Fang-Tutorial und dann kann ich Pummel fangen. Das längste wird sein, Pummel auf Level 12 zu bringen. Und das ist noch nicht mal Pflicht, das müsste ich nicht machen. Und ob Finks shiny ist, sehen wir, wenn wir es in den Kampf rausschmeißen. 15 Chancen, noch 14 Chancen, dass der Starter shiny ist. Kann schon passieren. 15 zu 4000. Hast du einen schönen Tag? Hallo Max Tendo. Ich habe einen schönen Tag. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Tag. Heute ist so ein schöner Tag, dass wir ganz viele Schmetterlinge fangen. Wir gehen raus mit unserem Kescher und fangen ganz viele Schmetterlinge. So, jetzt kämpfen wir gegen Sana. Jetzt würden wir den Starter sehen. Eigentlich, wenn man den Starter hier resettet, ist es nicht viel cooler, dann gegen Sana zu kämpfen. Dann sieht man den Starter so rauskommen. Das dauert halt jedes Mal noch, keine Ahnung, 20 Sekunden länger. Anstatt in den Bericht zu gehen. Ah, Mist. Zählst du Ash Cottage zu 6 oder 7? Ah, Entschuldigung. Eigentlich ist Ash Cottage zu Gen 6, weil es ein Quajutsu ist. Aber ich werde es zu Gen 7 zählen, weil man es in der Gen 7 Demo bekommt. So wie, Felino. Der Paldea Felino ist ein Gen 2 Pokémon. Aber trotzdem zähle ich es natürlich zu Gen 9. Weil Paldea Felino ist ein Gen 9 Pokémon. Aber es zählt Pokédex-mäßig zu Gen 2 natürlich. Dante, du bist ein Balgoras. Sigardform das gleiche? Genau. Ich verstehe nicht, warum ein Kind in XY dir einen Starter gibt. Das macht ja im Namen vom Professor, oder? Die spätere Form ist beim Fang vermutlich dann gelockt, oder? Die spätere Form ist beim Fang vermutlich dann gelockt. Was meinst du? So, 5 Minuten sind schon vergangen. Die von Vivior, die ist festgelegt, wenn du Pummel fängst. Ja, die ist festgelegt, wenn ich Pummel fange. Aber alle Pummel, die auftauchen, sind festgelegt, wenn ich das Spiel neu starte. Deswegen muss ich jedes Mal einen neuen Spielstand machen. Alle Pummel in diesem Spiel sind jetzt aus Finnland. Selbst wenn ich 3 Jahre später die Region ändere auf Südafrika, sind alle in diesem Spiel aus Finnland. Weil das Spiel jetzt auf Finnland eingestellt ist. Und es für immer auf Finnland eingestellt bleibt. Deswegen entwickle ich die auch alle hier. Zum einen ist es, glaube ich, sieht einfach cooler aus, die alle hier zu entwickeln.
Aber wir können so auch sicher gehen, dass ich jedes habe. Aber man sollte nicht viel falsch machen können. Du kannst auch nicht einen Pummel in Finnland, also hier fangen und dann tauschen auf ein deutsches Spiel und dann entwickeln. Das bringt auch nichts, weil das Pummel ist finnisch. Schon im Pummel ist festgelegt, was es für eine Farbe wird. Das habe ich alles genauestens in meinem VVJ-Video erklärt. Da habe ich nämlich alles getestet. Selbst brüten geht nicht. Wenn du in Deutschland ein finnisches Pummel brütest, kommt trotzdem ein deutsches Pummel raus. Du kannst Formen nicht vervielfältigen, wenn du nicht auch in der Region bist. Fang-Tutorial. Ich glaube, ich habe damals mein Pummel in Sonne und Mond weiterentwickelt. Und nicht hier in dem Spiel. Weil ich habe die 15 Minuten in meinem Kopf waren schon richtig. Es dauert ungefähr 15 Minuten. Wir sind jetzt bei noch nicht mal 10 Minuten. Jetzt muss ich in diesem Gras das Pummel finden, in männlich. 20% Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise 10% Wahrscheinlichkeit wegen männlich-weiblich. 100% Catchrate. Und dann muss ich eigentlich nur speichern. Ich muss noch nicht mal... Ich glaube, ich muss noch nicht mal irgendwo hingehen, weil Bank... Ah doch, ich muss zum nächsten PC, um Pummel auf den PC zu tun. Und ich glaube, ich kann nicht nach Hause gehen, weil da kein PC steht. Ich muss zur nächsten Stadt gehen, wo der nächste PC steht. Ich muss es ablegen können, genau. Das heißt, ich muss wirklich bis zur nächsten Stadt spielen. Und wenn ich aufpasse, ist es, glaube ich, aber nur ein einziger NPC-Kampf. Vielleicht zwei. Und es sind schon so 15 Minuten, glaube ich, wenn es gut läuft. Problem ist, ich will es halt entwickeln. Tschüss, Emegelol. Und wir können natürlich Pech haben und hier wieder 10 Minuten suchen. Könntest du es nicht theoretisch direkt tauschen und von einem anderen Spiel dann lagern, dann musst du nicht den Wald durchqueren. Aber tauschen geht doch auch bloß im Pokémon Center, oder? Wenn ich einen zweiten DS hätte, könnten wir das probieren. Aber ich glaube, ich kann nicht tauschen, bevor ich nicht das erste Mal in einem Pokémon Center war. Es muss erstmal kommen. Es kommt gar nicht. Doch. Über das Menü da unten kann ich tauschen wahrscheinlich, oder? Ja, aber ist keine Option, selbst wenn das geht, weil ich habe keinen zweiten DS. Ey, Pummel. Was ist los? 20%. Hallo Dave. Ich glaube, mindestens 15 Minuten ist eine Zeit, die schaffbar ist, wenn sofort das Pummel kommt, aber so?
Heute suchen wir Schmetterlinge. Ja, und ich habe es mir auch noch schwerer gemacht und ich will jeden Schmetterling im Spiel entwickeln. Das heißt, ich muss irgendwie so weit spielen, bis Pummel Level 12 hat. Ich weiß nicht, ob ich das immer noch machen will, wenn wir 5 gemacht haben. Kommt drauf an, mal schauen, wie lange es dauert. Vielleicht kann ich einfach die erste Arena machen und fertig. Feuerstarter. Erste Arena. Fertig. Level 12. Hat nicht die erste Arena sogar ein Vivillon? Was trotzdem, dann wird aus 15 Minuten eine halbe Stunde. Wieso fängst du Pummel nicht im Wald? Ja, es wäre eigentlich ein Zeitersparnis, weil ich in der Zeit schon durch den ganzen Wald gehen kann. Der Grund ist, weil Pummel eine Catchrate von 100% hier hat. Aber Pummel sollte sowieso drin bleiben. Ich habe halt nur 5 Bälle. Wenn es zufälligerweise nicht im Ball drin bleibt, dann muss ich einen riesen Umweg machen. Hier ist halt die Catchrate 100% in dem Grasfeld. Aber Pummels Catchrate ist wahrscheinlich sowieso 70-80%. Wann sind wir mit XY fertig, circa? Weiß ich nicht, in 3 Wochen? Kannst Bälle in der kleinen Stadt unten kaufen. Ja, ja, aber es dauert halt. Muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Aber wenn das so lange dauert, natürlich ist es besser, dann durch den Wald zu gehen. Ich gehe durch den Wald. Ah, und noch ein Grund. Hier würde ich direkt XP kriegen für meinen Pummel. Wenn ich Pummel im letzten Gras erst fange, habe ich all die Level XP verschwendet von den Trainern auf dem Weg dahin. Ich weiß nicht. Nicht im Wald fangen klingt irgendwie besser. Ja, dafür müsstest du ja mit Pummel kämpfen. Das müsste ich ja, das würde ich auch. So, weil ich noch keinen EP-Teiler habe. Oh mein Gott. Vielleicht entwickle ich es doch nicht in dem Spiel. Pummel taucht oft im Wald auf. Pummel taucht exakt so oft im Wald auf, wie hier, wo ich gerade stehe. 20%. Und diesem Spiel sind Wahrscheinlichkeiten komplett egal. 20% ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Pummel in diesem Gras auftaucht. Aber ihr habt recht, ich habe ganz vergessen, ich habe gar keine EP-Teiler. Ich muss halt wirklich mit Pummel kämpfen. Ich würde es in einem anderen Spiel entwickeln. Ja. Oh. Na, ich wette mit euch, ich gehe jetzt durch den kompletten Wald. Ich renne durch den Wald und kein Pummel kommt. Die anderen zu weniger Prozent? Das hatte ich vorhin eigentlich verglichen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pokémon. Davon sind 3 20% und davon Pummel. Im Wald haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wegen XY. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pokémon. Wovon mehr natürlich selten sind. Aber das ist eigentlich irrelevant, wie viele zur Auswahl stehen, dass die Prozentzahl bleibt die gleiche. 20% und 20% ist, es ist egal, wie oft es die anderen gibt, 20% bleibt 20%. Ich habe keine Ahnung, warum in dem Spiel, und es ist ja, haben ja auch schon viele selber gesagt, und ich ja auch, es ist krass, wenn du hier ein Pokémon suchst, was 20% hat, fühlt es sich an wie 1% manchmal.
Das ist ja eine gute Frage. Es ist eigentlich... Ich glaube, es wäre besser, es im Wald zu fangen. Vor allem, wenn ich es wirklich nicht in dem Spiel hier entwickle. Ich werde mit Purmel eh die Trainer nicht besiegen können. Ich meine, ich muss es ja nicht mit Purmel besiegen, aber ich habe Purmel an erster Stelle. Schau, es kommt sogar ein 4% Pikachu. So, die hier muss ich besiegen. Hier bekommst du alle Purmelformen. Schau zu, das ist das, was wir hier gerade machen. Ich hätte halt Purmel an erster Stelle, dann Finks. Bei jedem Kampf würde ich Finks einwechseln. Und wenn ich drauf gehe, ist es nicht schlimm. Dann gehe ich einfach den ganzen Weg nochmal dahin. Und komme beim zweiten Rutsch durch, habe aber dafür sehr viel XP gesammelt. Ich will mal gucken, wie lange es dauern würde, einen Purmel zu entwickeln. Guck mal, wenn Finks ein Level abkriegt, dann kriegt Purmel doch safe 3 Level ab. Hallo Azrael. Im anderen Spiel kannst du vor allem 5 gleichzeitig trainieren. Leute, ich weiß das schon. Ich weiß das schon, dass das schneller und einfacher wäre. Es geht aber um den Coolness-Faktor. Ich sag's doch so oft, Gen X und Y sind so langweilig, ich muss hier ein bisschen Pep reinmachen. Und dann habe ich 15 Pummel gefangen und alle auf einen Schlag entwickelt mit XP-Bonbons in Gen 9. Okay, cool. Wäre es nicht cooler, alle im Spiel zu entwickeln, um zu sehen, die Form, wie sie erscheint, wie sie explodiert im Spiel selber, wenn man es macht? Cinema, Leute. Cinema. Hallo, Little Sheep. Ich mache heute nur die EU-Dinger. Die anderen sind noch nicht mal gelandet. Aber heute kam was anderes aus Australien. Das ist schon da. Das von Inside Gadgets aus Australien ist schon da. Aber der DS aus Japan ist noch nicht da. Ich habe diesen einen Adapter für bei Inside Gadgets bestellt, um jetzt mit jedem Controller meine GameCube steuern zu können. Aber es ist trotzdem nicht geil für Colosseum. Ich werde trotzdem meinen Blue Retro für Colosseum nehmen. Gott, ruckelt es hier. Ist ja peinlich. Ich habe übrigens immer noch keinen Purmel. Was ist los? Der Wald ist nicht garantiert. Das ist echt krass. 20%. Hallo Faulgott. Ruckelt mal Gen 9 gespielt? Nee. Ich hab krass Pech, ne? Ich glaube, selbst die Affen sind nicht 20%. Schade, dass das Spiel ja nicht automatisch die Region... Hey! Und männlich?
Ey. Ich finde das nicht schade. Ich finde das gut, dass man Vivios so machen muss. Alles andere wäre langweilig. Warum wollt ihr denn, dass das Spiel noch einfacher wird? Ist doch cool, dass es so selten eine besondere Form gibt. Vor allem ist Pummel eines der ersten Pokémon. Stell dir mal vor, Pummel wäre irgendwie in der Siegestraße. Das wäre ein krasses Pummel, aber... Dann wäre es hart, ey. Und trotzdem würden wir es tun. Okay, ich gucke jetzt mal, wie lange es dauert, gefühlt, dieses Pummel auf Level 12 zu bringen. Normalerweise würde ich auch die Trainer alle versuchen zu besiegen im Wald. Und ich wette, dass wenn ich dann noch die Arena mache, dann habe ich safe ein Level. Dann habe ich safe Vivio. Problem ist halt, wenn es schlecht läuft, dann sterbe ich die ganze Zeit. Mann, Level 2 Raupi. Komm, Pummel. Hau drauf. Oh. Das Einzige, was mich nervt, sind die zwei Pummel, die nicht mit einem EU 3DS zu bekommen sind. Drei. Also modern, Savannah und Japan kriegst du nicht mit einem EU-DS. Hallo Jacques. Ich habe gestern zweimal Shiny Raupi gefangen und jetzt fehlen nur noch vier. Sehr gut. Das heißt, du machst Giga auch eigen. Alleine das. Also, Gigas sind auch einzeln bei dir. Ich werde da wohl meinen 3DS umbauen müssen, weil kaufen will ich mir keine Geräte. Viel Erfolg, bitte sag uns, wie das läuft. Ich habe nämlich Angst davor. Okay, ein Raupi gibt mir nicht mal ein Level. Und dieses Azurill schaffe ich sicher nicht, aber es kann doch bestimmt keine Wasserattacke. Wieso das? Wieso was? Pummel ist die Form von Pummel wird bestimmt durch die Region. Ein europäischer DS hat nicht alle Regionen. Kein DS hat alle Regionen. Deswegen musst du jeden DS besitzen, um alle Regionen zu haben, um alle Pummel zu haben. Nicht jeden. Japanisch, amerikanisch und europäisch reicht. Aber es gibt ja noch koreanisch, chinesisch und sowas. Aber die musst du nicht haben. Ist Azurill überhaupt... Wenn es eine Fee ist, dann... Okay. Bin verwirrt. Was ist Azurill? Es scheint nicht Wasser zu sein und es scheint auch nicht Fee zu sein. Hä, was ist Azurill? Ist Azurill normal? Weil mein Feuer war eine komplett normale Attacke. Echt? Azurill ist einfach ein normales Ding? Das Arme. Pummel erreicht Level 4. Ist schon ein Drittel. Hallo Rosie. Du hast dich über Alola Raichu gefreut. Ich auch. Jetzt fehlt mir nur noch Radfratz Alola. Dann habe ich alle Alolas. Aber die haben ja einfach Radfratz in den letzten zwei Gens vernachlässigt. Hab einen gemoddeten 3DS, kann doch theoretisch einfach die japanische Version hier downloaden, oder nicht? Wir reden aber nicht vom japanischen Spiel. Du musst deinen europäischen DS zu einem japanischen DS machen. Es geht nicht ums Spiel, das Spiel kann jeder auf Japanisch stellen, das wäre nicht schwer. Schau mir zu, was ich hier tue, dann wirst du es immer mehr verstehen. Wir sind immer noch beim allerersten Reset von 14. Halbe Stunde jetzt schon. Eigentlich dauert es bloß 15 Minuten, aber dieses Pummel war echt eine Unverschämtheit. In Pokémon Let's Go kannst du die Alola-Form als Geschenk bekommen, ja. Oder als Tausch bekommen.
Aber Meryl ist ein Wasser-Pokémon, oder? Meryl ist Wasserfee. Und Azumarill ist auch Wasserfee. Stimmt. Ja. Wusstet ihr, dass Azurill... Jetzt sage ich etwas, was viele von euch wissen wahrscheinlich. Egal. Weil bestimmt eine Person weiß das nicht. Azurill in Gen... Azurill ist ein Gen 4 Pokémon, oder? Ja. Gen 3. Ich glaube in Gen 3 und Gen 4, aber... Bis Gen 4. In Gen 5 haben sie es gefixt. Hatte Azurill eine andere Geschlechterverteilung? Also, ein weibliches oder ein männliches Azurill zu finden, war extrem schwierig, weil es nur bei 12% war, wie ein Starter oder so. Oder 20%, weiß nicht. Was aber dazu geführt hat, dass wenn du einen bestimmten Wert hattest, war es möglich, dass dein weibliches oder dass dein eben seltenes Azurill, dein männliches Azurill, zu einem weiblichen Meryl wird. Weil Meryl hatte die Wahrscheinlichkeit 50-50. Also wenn du in der Hälfte warst, wo Meryl auch drin ist quasi, dann hat es einfach das Geschlecht geändert. Das haben sie aber gefixt. Ich weiß nicht, wie sie es gefixt haben. Vielleicht haben sie es gefixt, indem sie Azurill einfach auch 50-50 gemacht haben. Oder sie haben es halt einfach programmiert, dass es nicht geht. Okay, nur Level 5 bisher. Das ist ein bisschen traurig. Denkst du nicht, dass man mit ein paar Kniffen den DS von Deutsch auf Japanisch ändern kann? Doch. Du kannst gerne danach googeln und dir all die Tutorials dafür durchlesen und auch Angst kriegen, so wie ich. Denn die Chance, dass du deinen DS dabei komplett kaputt machst, ist anscheinend relativ hoch. Und anscheinend kannst du den DS zwar in eine andere Region ändern, aber nicht mehr zurückändern. Was bedeuten würde, dass du Bank nie wieder benutzen kannst auf diesem DS. Aber du kannst es probieren, deswegen sage ich, bitte probier's und sag uns, wie es funktioniert. Denn zu wenige Leute trauen sich das. Du kannst es mit einem von deinen DS probieren, ja. Mach das. Nee, das ist nur Level 12, dauert zu lang. Wenn ich nach der Arena nicht Level 12 bin, weil bei dem Pummel ist es halt blöd, ich habe jetzt zu viel übersprungen. Wenn ich knapp vor Level 12 bin, dann geht's auf jeden Fall. Was? Was ist mit diesem Ladybug los? Glut? Käfer, sehr effektiv. Okay, danke. Was war das? Hummel kann langsam für sich selbst kämpfen. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Ich muss da lang. So warm. Okay, Pommel, ich trau dir noch nicht. Das Paponcho sieht gefährlich aus. Dieser Blick.
Warum hat Ladybird so viel ausgehalten? Vielleicht hatte es auch irgendwie sowas wie Härtner gemacht. Aber das sollte doch Feuer egal sein. Mit Level 12. Außer du hast jetzt einen Sichlor, einen Pinsi und einen Scaraborn. Auf Level 30. Oh, das ist zum Beispiel nice. Kann Kukuna nicht Giftstachel? Ich trau mich nicht. Das dauert ewig, oder? Das macht doch die ganze Zeit Härtner. Das wird jetzt ewig dauern. Ah. Things. US. Krass, Kokona kann Paralyse aufheben. Expidermis? Was? Es kriegt jedes Mal ein Level, das Pummel. Das geht schon. Jetzt kommt Vadribi, noch ein Level. Dann ist es Poponcho. Hätte ich alle im Wald mitgenommen, wäre ich jetzt Level 12. Mein Finks wäre auch stärker und es wird schneller gehen. Ich muss einfach auf Route 2 so lange warten, bis Pummel kommt. Direkt mit einem weiblichen Vadribi, was für eine Angeberin. Das wäre eine Göre. Schade, kein Poponcho. Also müssen wir es durchziehen. Hallo Penny. Ich meine, das ist ja sogar ein Problem, das Geweih, oder? Was? Guckst du zur Zeit meine ganzen Videos nach? Dankeschön. Ich war jetzt 10 Tage, 2 Wochen krank und konnte kein Video aufnehmen. Dabei muss ich doch das Deoxys-Video machen. Es wird so gut. Du müsstest Pummel jedes Mal wieder eintauschen. Ach stimmt, das habe ich gar nicht gemacht gerade. Oh Gott. Ah, oh, ich Trottelchen. Ja, natürlich. Ach, oh, ich habe mich gerade gewundert. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Ausrufezeichen Liebling. Das hier wird ein Problem. Dürfte ich dir eine Frage bezüglich des Stream Decks stellen? Ja, aber ich bin mir sicher, dass du die dir selber beantworten kannst. Aber frag mich. Nur gute Pokémon heute. Nur gute Pokémon. Pokémon. Los, Pummel. Besieg es, dann kriegen wir wenigstens noch einen Poponcho. Wir haben jetzt so viel Glück mit Stachelspore. Dass Geweiher schneller ist als ich, obwohl es paralysiert ist, ist eine kleine Frechheit. Oder? Das ist eine kleine Frechheit. Und Trank. Friendly, dankeschön für 2 Monate. Danke, danke.
Komm schon, gib mir wenigstens Poponcho, nein. Okay. Gar kein Problem. Es gehört alles zum Spaß dazu. Kann man auf dem Stream Deck ein Soundboard draufpacken, dass es die Leute im DC hören und ich im Stream? Weil hab bis jetzt nur ein Soundboard gefunden, wo nur ich die Sounds höre, aber sonst keiner. Das hat ja auch nichts mit dem Soundboard zu tun, sondern mit deinen Einstellungen auf Windows. Kein Soundboard kann das, wenn dein PC das nicht kann. Das ist zu kompliziert, um das jetzt zu erklären, wie du das hinkriegst. Es gibt ganz viele verschiedene Software, mit der du es machen kannst. Du musst halt dafür sorgen, dass dein Stream Deck hörbar ist in anderen Softwaren. Indem du zum Beispiel, blöd gesagt, musst du dein Stream Deck als Mikrofon einstellen auf Discord. Aber dann geht natürlich nicht mehr dein normales Mikrofon. Das geht nicht so einfach, nee, dafür brauchst du... Ich weiß nicht, ob es Software dafür gibt. Mir fällt nichts ein, wie du das hinkriegst. Ich mach's halt über das Stream, über das GoXLR. Also, Mixer. Bei einem Mixer kannst du halt sagen, der Sound, dahin. Den Sound in Discord hören, den Sound nicht in Discord hören. Aber nur mit normalen Windows und einem Stream Deck kriegst du es, also kriegt es keiner hin, das geht nicht. Du musst da extra... Aber es kann sein, dass es mit virtuellen Soundkabeln geht. Das da. Ich weiß nicht, ob es damit geht, aber damit könntest du mal weiterschauen, ob du es schaffst. Du musst halt so tun, als ob dein Stream Deck ein eigenes... Du musst halt Soundspuren anlegen und dann definieren, welche Soundspur wo zu hören ist. Also brauche ich theoretisch noch ein extra Soundboard oder Mischpult. Damit geht es auf jeden Fall, aber ich bin mir sicher, dass es auch gratis mit Software geht. Aber keine Ahnung wie, weil ich es nicht brauche, deswegen habe ich mich damit nie beschäftigt. Aber so dieses virtuelle Soundkabel ist vielleicht ein erster Schritt. Deine Shiny-Hand-Methode ist super, hab in Purpur 6 Boxen voll mit Shinies. Danke, Penny. Aber das ist nicht meine Shiny-Hunting-Methode, das ist einfach nur Shiny-Hunten. Aber ich sehe immer mal wieder Kommentare unter dem Video. Danke, Leo. Ich habe so viele Shinies damit gefangen. Ja, es ist halt einfach Shiny-Handen. Es ist keine Methode. Der Trick ist, keine Methode anzuwenden, sondern der Trick ist einfach nur, in Gen 9 ist es so einfach, Shinies zu finden, dass du einfach nur rumlaufen sollst. Das ist der Trick. Das ist meine Methode. Hör auf, eine Methode anzuwenden und lauf einfach rum. Als nächstes sagst du noch, es ist nicht dein Butter Chicken Rezept. Doch, das ist meins. Wie findest du es im Diener Riesennest zu Shiny Handen? Findest du es einfach oder dauert zu lange? Ich finde, das macht nur Spaß, wenn man Freunde hat, mit denen man das zusammen tun kann. Aber ich habe bisher noch nie wirklich in Diener Nestern geshiny huntet, weil ich andere Sachen interessanter finde.
Okay, bis jetzt dauert es knapp eine Stunde, wenn ich das so mache, wie ich es bis jetzt mache. Hier gibt es heute One-Pot-Lasagne. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Hallo Daniela. Nicht nass machen. Wir haben es jetzt einmal gemacht. Vielleicht machen wir das jetzt mit den restlichen nicht mehr, oder? Ist doch ein Deal. Haben es sich verdient, ein BBJ zu entwickeln. Bei den anderen machen wir es einfach nicht. Und hoffen, dass es funktioniert. Und hoffen, dass ich keinen Fehler zwischendrin mache. Ich bin so sauer, wenn ich dann 15 BBJs einfach entwickle in Karmesin und alle sind gleich. Penny, danke schön, dass du 2 Monate gesubbt hast. Vom Emulator auf dem PC kannst du nicht direkt mit dem DS tauschen, oder? Bestimmt geht es, aber warum soll ich das machen? Das wäre mir zu cheaty. Warum sollte ich das machen? Level 9. Nicht mal ein Level abgekriegt. Nee, es dauert zu lang. Es dauert echt eine Stunde dann pro. Es sind 15 Stunden, die ich da brauche. Kriegen nicht mal einen neuen Dialog, wenn man sich schon mal bekämpft hat. Tut so, als ob ich nie da war. Dachten sich, ach, gegen die wird eh keiner verlieren. Ich kann jetzt Schutzschild. Sehr gut. Süß, wie Poponcho angreift.
gibt so Pokémon, mit denen hat man, glaube ich, einfach noch nie gekämpft. So wie, was war das letztens, mit was ich gekämpft habe und mir dachte, wow, wie cool ist diese Animation? Ah, was war das? Irgendeines von meinen Pokémon im Team. Zu spät, Geweiher, zu spät. Shiny Raupi Nummer 3, wo suchst du die? Let's go. Okay. Oh mein Gott, warum? Wegen dem einen Härtner? Was geschieht? Ich schaffe diesen ersten Arena-Leiter nicht. Ist Glut eine physische Attacke? Ich verstehe nicht, warum Härtner so schlimm ist. Ja. Hä, warum war der erste Glut so schlecht? Wegen Nassmacher? Ah, da hat Nassmacher noch gegolten und jetzt nicht mehr, wegen 5 Runden oder so. Ja, okay. Komm schon. Oh, Poncho, du schaffst das. Trank! Oh nein, Poponcho. Was machen wir nur mit dir? I can do it. Volltreffer. Poponcho, mach Volltreffer. Oh nein. Oh nein. Okay, das machen wir nicht nochmal. Es dauert viel zu lange, auf Level 12 zu kommen. Ich dachte, mit Pfingst ist das ein Witz einfach. Ist Riolu schon Stahl? Hallo Lost Head. Ich hoffe, dir geht's gut, Lost Head. Ich glaube, Riolu ist nur Kampf. Nein, kein Level, oh mein Gott.
Hat echt jetzt eine Stunde gedauert. Immer, was ist das? Ich krieg nicht mal mehr Level. Oh nein. Hat er die Tage noch von Dublin und dann schließlich auch von dir erzählt? Wem? Auf einer Bühne? Das Level ist schon sehr mühsam. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das sehr komisch. Jetzt gehen mir die Trainer aus und ich muss die Arenaleiterin besiegen. Tatsächlich. Soll ich zur Arenaleiterin oder soll ich jetzt ins Gras? Zu den Tieren. Wo nur Wasser-Pokémon sind. Wolke 7? Was für eine Fähigkeit ist das denn? Der windigste Kaffeeklatsch-Spaziergang meines Lebens ist halt eine gute Erinnerung. Letztens waren auch Zuschauer hier und mit denen habe ich quasi die gleiche Route gemacht wie mit dir, wie mit euch. Und es war natürlich genauso windig, es war exakt so. Es ist, glaube ich, egal, wo man, wann man am Meer entlangläuft, es ist immer windig. Das ist, glaube ich, die Eigenschaft des Meeres. Hier zur Arenaleiterin. Gott, das ist anstrengend. Meine Mütze ist mit Sicherheit weitergeflogen.
In 2 Wochen ziehen wir noch näher ans Meer. Dann kann ich buchstäblich vom Grundstück. Auf dem Grundstück ist schon Sand. Ich bin quasi schon auf dem Grundstück am Meer. Cool. Ja, aber somit auch immer windig. Aber ohne Internet. Mal schauen. Ich habe nichts gegen Wind. Wind ist nur schrecklich fürs Fahrradfahren. Das ist ein Grund, warum ich... Ich habe hier am Anfang immer probiert, Fahrrad zu fahren, so. Auch einfach wohin fahren oder auch sporttechnisch. Aber Wind macht Fahrradfahren so asozial. Zu Emote Primetime war Wind mein größter Feind. Einfach nur mehr Haarspray benutzen. Drei Wetterhaft. Soll ich eigentlich die Standardform von Vivior doppelt fangen, damit ich sie in der Box habe und in der Vivior Box? So habe ich es bis jetzt. Aber eigentlich ist das so doof. Nee, mach ich nicht. Hör auf. Das schaffe ich wieder nicht, Vivior, wegen diesem Blubberkack. Was? Jetzt macht's Trank. Jetzt mache ich auch Trank. Ey, dass ich hier jetzt echt kämpfen muss, richtig. Ich muss ja gestehen, ich fühle deinen Blackout sehr, das macht echt was her. I don't like it. Aber nur, weil der das verkackt hat. Bin sehr sauer deswegen. Aber ich werde sicher nicht zu dem Tätowierer hingehen, der böse und krass aussieht und mich beschweren. Ich dachte mir währenddessen so, what the fuck tust du da? Der hat einfach Sachen gemacht, die wir nicht besprochen haben. Ich hab gesagt von Anfang an, ich will, dass beide Arme gerade sind. So halt. Und dann gucke ich dem so zu, wie der meinen Arm komplett 5 Stunden lang tätowiert. Und dann ist er hier an der Stelle. Hier. Und macht einfach so, noch nicht mal als Fehler oder sowas, sondern macht einfach so, oh lala, machen wir ein bisschen Tribal in den 90ern, machen wir hier so Tribals einfach rein. Machen wir hier einfach so Tribals rein. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Hier, 50 Euro Trinkgeld. Aber ist ja nichts, was man nicht einfach wieder blackouten könnte. Ich mag die Stelle, wo, wenn ich es richtig halte, mein Arm komplett schwarz ist. Es ist
ein Winkel, bei dem das so aussieht. So. So mag ich's. Aber ich mag all dieses Tribal-Kacke, mag ich nicht. Überlebe Finks. Wir sind seit über einer Stunde dran, einen Pummel zu entwickeln. Oh mein Gott. Das Macher hört auf zu wirken. Gib ihm. Wäre Glut besser gewesen? Weil es, glaube ich, nicht physisch ist. Egal. Der hat sich einfach an dem Arm ausgelassen und hat ihn so gemacht, wie er es wollte. Und hat halt nicht dran gedacht, dass ich gesagt habe, hey, da gerade Linie, weil macht halt Sinn. Aber irgendwann gehe ich zu einem anderen und sage einfach, mach alles schwarz. Aber ich sträube mich davor, weil Blackout tut so weh. Es ist soweit, eine Stunde später. Einmal haben wir es gemacht. Jetzt müssen wir es nicht nochmal machen. Ich entwickle alle woanders. Bitte, sei weiß. Hey. Und das ist die Polarform. Zu finden unter anderem in Finnland. Aber ich finde das, was ich sehe, ziemlich fucking hot. Dankeschön. Hallo Fabian. Ich hatte jetzt als nächstes die Idee, mein komplettes rechtes Bein mit jedem Pokémon-Sprite zu versehen. Also wie so ein Schachbrett. Wirklich jede 1025 Pokémon Sprite. Aber es geht vielleicht noch mit Gen 1, aber die Pokémon sind so komplex inzwischen, dass du das nicht auf so klein kriegst. Das würde, glaube ich, kacke aussehen. Deswegen gehe ich zu meinem ursprünglichen Plan zurück, mein rechtes Bein sowie meinen rechten Arm zu machen. Komplett als Manga-Panel. Was wird gerade genau gemacht? Schmetterling. Schmetterling. Du hast Pikachu und Mimigma, wie sie ineinander geschlungen rummachen. Bitte. Liest zurzeit wieder abnormal viel Manga? Ich überhaupt nicht. Ich lese zurzeit, du wirst es kaum glauben, Bücher. So ohne Bildchen. Habe ich gespeichert? Ja. So ohne Bilder und alles. Oh ja, jetzt ist der Punkt der Wahrheit. Hier steht jetzt, bitte bestätige, dass du den Vertrag zur Nutzung des 3DS-Services akzeptierst. Okay. 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 Hoffentlich geht's. Okay. Ich habe Angst. Jetzt habe ich Angst. Daran kann ich mich nicht erinnern.
Hoffen wir mal, dass da jetzt ein grünes Vivillon in der Box liegt. Aber ja, es ist die gleiche ID. Es sollte alles funktionieren. Oh. Oh. Achso, aber ich kann ja einfach wieder zurückändern. Oh Gott, ich muss jetzt jedes Mal... Das meintest du vorhin. Okay, pass auf. Ich muss es jetzt wieder auf Irland ändern, um es vom Spiel runterzubekommen. Okay, okay. Ist ja alles machbar. Das dauert nicht zu lang. Genau, ich lese Mangas ohne Zeichnungen. Ich habe mir so einen Ordner irgendwo erstellt mit Panels, die ich zusammentrage. Also die nicesten Panels. Nicht so wie jetzt, wie ich es habe, dass ich einen Manga nehme und davon die besten Panels, sondern am Bein sind es halt dann verschiedene Mangas. Aber ich könnte mich nicht... Oder vielleicht spezifiziere ich mich auch auf einen wieder. Also, weißt du, so dieser bekannte Moment aus, keine Ahnung, One Punch Man oder der bekannte Moment aus, ja, ist's. Was so scheiße ist. Oder der bekannte Moment aus Monster Hunter, weißt du, diese krassen, wenn du eingibst auf Google, The most famous manga panels, halt diese, nicht Demon Slayer, nein, der ist kacke, ja, aber den meine ich nicht. Was ist denn der Kack mit dem Typen, Maske, Reißverschluss? Was ist der Quatsch? Da gibt es einen sehr berühmten Panel von, der halt mega geil aussieht. Chainsaw Man? Nein, Maske, Reißverschluss. Demon. Tokyo Ghoul. Ghoul, nicht Demon. Ghoul. Danke, Kurkuma. Ja, kack hier Tokyo Ghoul. Da gibt's geile Manga-Panels von. So, hier müssen wir jetzt hier hin. Okay, 2 von 15. Der bekannte Moment aus Terraformers ist die Schabe, die Knarre schräg hält. Das wäre ein Statement, ja. So, und jetzt suchen wir das. Das war Polar. Das war gerade, was war denn das gerade? Egal. Jetzt suchen wir das Polar-Pattern. Icy Snow war das gerade. Jetzt suchen wir das Polar-Pattern. Und das Polar-Pattern ist in zum Beispiel Avenanma. Auch Finnland, aber ein anderes Finnland. Aber wir machen was anderes, um sicher zu gehen. Wir nehmen Schweden. Ne, wir nehmen... Was nehmen wir? Norwegen, Troms. Wir gehen nach Norwegen, Troms. Troms. Wunderschön. Also bestimmte Reihenfolge. Ja, die hier. Siehst du diese Reihenfolge hier? Habe letztens Band 1 von Juju Hakusho gelesen, vom Macher von Hunter x Hunter. Sehr geil gezeichnet, kann man weiterempfehlen. Der soll mal lieber Hunter x Hunter weiterzeichnen. Was ist mit dem? Nein. Okay. Nochmal.
Terraform, es nimmt kein Blatt vom Mund und ich lieb's einfach. Ich habe das aufgehört zu lesen. Das ist zu dumm. Terraformers liebt dich auch. Tagashi, die arme Maus. Mir war gerade nämlich nicht sicher, ob da was war, aber ja, der war krank, ne? Dem geht's nicht. Ach fuck, ich muss das Spiel noch ändern. Zum Beispiel der Moment, wo der. Schau, ich will es mir tätowieren lassen, aber ich kenne die Namen alle nicht. Ich habe mir den Panel angeschaut, der ist tatsächlich gar nicht so geil gezeichnet. Der Typ, wo der Alte so komplett ohne Beine, ohne Arme da ist und noch mit seinem einzigen Arm diese letzte Attacke hier macht, gegen den Ameisenkönig, Ameisenprinzen. Der Moment ist so gut. Der Panel sieht auch ziemlich krass aus, aber der Moment im Anime war geiler. Aber es gibt halt diese krassen Panels einfach, die ich gelesen habe. Diese Page-Turner. Und die... Aber das Bein ist halt schon eine Ansage. Bein, nicht so von wegen, oh mein Gott, mein Bein. Sondern eher so im Sinne von, oh mein Gott, mein Bein. Das wird so wehtun. Was ist ein Panel? Eine Paneele. Hilft das? Professor Paneel. Ein Panel, ein Bereich. Keine Ahnung, ein Panel. Hier, schauen wir mal. Vielleicht finde ich ja den krankesten Panel. Das sind Panels. Und das ist zum Beispiel ein Panel, das ist ein anderer Panel, das ist ein anderer Panel und noch ein Panel. Vielleicht finde ich zufällig ein Panel, den ich tätowiert habe. Ich mache einfach Blam weiter, da gibt es so viele geile Sachen. Einfach noch mehr Blam. Ausschnitt. Nee, Ausschnitt ist auch falsch, oder? Hallo Daisuke. Wie geht es deinem Shiny Glumanda? Don't underestimate humans. Ist das das, was er sagt, der Alte? Oh, so gut. Hast du Abara vom Blum-Autoren gelesen? Lass kurz googeln. Ich habe, als ich Blum gelesen habe, danach versucht, alles von dem zu lesen. Ist das neu? Doch, habe ich. Aber nee. Doch? Ist das neu? Wenn es neu ist, dann nicht. Die sehen alle so ähnlich aus. Nee, ist es gut? Hallo Pixel Kira. Oder jeden wichtigen Panel aus. Ah, wie hieß der nochmal? Gigant? Gigant. Vom Gans. Oder? Gigant war vom Gansmacher. Ja, doch. Gigant. Oder? War das vom Gansmacher? Aber nicht mehr streamen können. Weil mein ganzer Körper TOS bricht. Ich wäre auch gerne jeweils so rasch angezogen.
Wie der? Ach, du redest nicht von Gigant. Okay, das hat gerade zu Gigant gepasst, weil da geht's... Egal. Hallo Megumina. Habe ich letztes Jahr an einem Abend gelesen. Ich glaube, ich habe das auch an einem Tag gelesen oder sowas. Weil es ist ja nicht so viel. Und es ist halt natürlich dumm, aber es ist irgendwie auch cool. Und ich fand auch, und das ist von Blum, Knights of Sidonia fand ich geil. Der Anime war dann wiederum nicht so perfekt, aber ich fand den Manga ziemlich geil. Gerade genug Fanservice, bevor es cringe wird. Wie heißt dieser Anime mit dieser roten Latex-Frau mit den Hörnern? Da ist es nämlich zu viel. Da ist es nämlich so, yeah, we get it. Aber in Knights of Sidonia, was irgendeine ähnliche Welt ist, ist das nicht so dumm. Darling in the Franks, genau. Hallo Brian, dankeschön für 5 Monate Prime, Brian mit Prime. Dankeschön. Du müsstest mal bei Hero Academia weiterschauen? Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Spar dir die Zeit für bessere Sachen. Brian, du bist ein Klick-Klack, die klaggi kluck klack. Mein lieber Dito, hallo. Dito, vergiss nicht, du hast gerade einen Termin. Dito, du hast gerade einen Termin, bitte. Ich hoffe, du weißt das. Ah, okay, dann ist er auch gut. Darling in the horny as fuck Gundam Doggy steuern, genau. Und Knights of Sidonia ist ähnlich, aber nicht so Fanservice dumm. Ah, das ist auch quasi so Flash-Mecha. Und was ich auch... Ah, Mann, ja, es ist irgendwie cringe dann immer so ein bisschen, aber... wie heißt es? Da gibt's auch ein paar geile Panels, die ich mir überlegen könnte. Wie heißt es? Gleipnir. Auch Flashmecker, wo die immer in ihn reinsteigt. Aber sie muss nackt dafür sein, damit die Verbindung richtig ist, so. Das ist auch ein bisschen too much Fanservice. Aber irgendwie geht's doch ziemlich... Die Action ist ziemlich geil, wenn welche passiert. Gleipnir. Das ist so ein geiler Name. Gleipnir. Homunculus. Das ist aber schon alt. Das habe ich auch gelesen. Ich habe auch den Anime-Film gesehen auf... Nicht Anime-Film, den Live-Action-Film auf Netflix. Gar nicht mal so schlecht. Ziemlich viel 1:1 gemacht. Attack on Titan, ja, ist auch ein Flash-Mecker. Also ich glaube, Mecker-Fans mögen den Begriff Flash-Mecker nicht. Und dass man Attack on Titan als Mecker bezeichnet. Aber natürlich ist es ein Flash-Mecker. Die steuern... Und Evangelion ist ja auch ein Flash-Mecker eigentlich. Also eigentlich kann man sich nicht über den Begriff Flash-Mecker beschweren. Homunculus ist mega geil, die Geschichte. Aber das ist... Auch nicht so lang. Relativ kurze Geschichte. Keine Ahnung, 50 Kapitel? 60? 80? Sie muss nicht nackt sein, sie will nur ihre Klamotten nicht vollschnoddern. Angel weiß von... weiß Bescheid über Gleipnir, die komplette Lore. War das so? Muss man nicht nackt sein? Okay. Hast du den Hai-Film auf Netflix angeschaut, der in Paris spielt?
Ich habe den Trailer angeschaut und der Trailer hat mir nicht sehr zugesagt. Mir scusi, dass ich letztes Mal vergessen habe. Es ist doch vollkommen okay. Muss ich nicht entschuldigen. Ich fand es nur lustig. Habt ihr schon mal einen Termin eingestellt, um dann selber den Termin zu vergessen? Und alle warten auf dich? Nein, Schmarrn, wir haben nicht gewartet. Aber Chainsaw Man sind auch einige Panels, die richtig geil wären. Oh, was auch geil ist, Lost Head, wenn dir sowas wie Homunculus gefällt, Freezer, nicht Dragon Ball Freezer, sondern ich glaube Freizier geschrieben oder Freezer geschrieben, also nicht Freezer, sondern so wie man es deutsch spricht, Freezer, so Krimi, Mörder, geil. Homunculus waren 166 Kapitel. Aber Homunculus war fertig, oder? Nicht, dass ich da... Ich kann mich ans Ende erinnern. Ja. Ich check das definitiv, so Manga ist ja absolut mein Ding. Freija, irgendwie sowas. Ich glaube, es heißt sogar so, weil es spielt die ganze Zeit im Winter und man sieht immer die Atem, den Atemdunst. Oder vielleicht heißt es auch so wie Blam einfach. Oh, das ist ein cooler Name. Blam heißt Blam, weil das ist das Geräusch, was die Waffe macht. Blam. Blam, 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 blam. Dumm, 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 blam, blam, blam. Homunculus von 2010. Ja, das habe ich schon, dann habe ich das gelesen. Homunculus ist sehr geil. Ein Typ, der... Ich sag keine Angst, ich spoiler nicht, ich sag nur die Synapse. Apropos Synapse. Wie nennt man das? Die Operation, wenn man ein Loch ins Kopf bohrt? Lobotomie. Ich glaube Lobotomie. Lobotomie. Auf jeden Fall, an dem wird experimentiert und dem bohren sie ein Loch in den Kopf. Dadurch soll ja deine Gehirnkapazität vertausendfacht werden. Und ja, als Konsequenz wird er nicht klüger oder sonst irgendwas, sondern er sieht Homunculus. Und Homunculus sind quasi Monster. Aber es ist nicht wirklich Monster, sondern er sieht quasi das, wie Menschen sich selber sehen. Das heißt, wenn jemand sich sehr zerbrechlich fühlt und sieht, dann sieht er die Person quasi wie ein zerbrochenes Glas. Das heißt, er kann an den Menschen sehen, wie sie sich selber fühlen und sehen und kann ihnen damit helfen. Wie quasi ein Psychiater, nur dass der Psychiater dann direkt dich nur anschauen muss und weiß, was dein Problem ist. Direkt ein Purmel, let's go. Aber das geht durchs Auge ins Brain, stimmt. Das ist noch was anderes. Freezer, findest du alles nicht? Echt? Aber es war so ähnlich. Guck gleich. Weil ich finde es. Ich muss nur googeln und dann an den Panels sehe ich es. Ich glaube Freizer. Oder denke ich gerade an diesen einen, der gerade veranimifiziert wird.
Nee. Hä, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit F. Irgendwas, was so ähnlich wie... Man muss es halt nur wissen, wie man schreibt. Irgendwas wie Frieser. Frieren, ja, stimmt. Ich hoffe, ich verwechsle es nicht mit Frieren. Aber nee, es ist nicht Frieren. Gab es nicht einen amerikanischen Schauspieler, der so ähnlich heißt? Fischer? Vielleicht wird es so geschrieben. Fraser. Stimmt, vielleicht war es Fraser. Nein. Brendan Fraser. Stimmt, den gibt's auch noch. Nee. Schade, fällt mir nicht ein. Ja, aber cool, das war quasi... Vielleicht kennst du ihn ja und dadurch ersparen wir uns Zeit. Ein Typ, der sehr kalt ist und keine Emotionen hat, wird ausgebildet zum perfekten Killer. Wie so Hitman-mäßig. Mehr kann ich eigentlich nicht erzählen. Das ist einfach ein Typ, total gefühlslos und wird ein bisschen von so einer Organisation halt ausgebildet oder ist eigentlich schon ausgebildet, aber wird von denen halt engagiert, um Hitman-Jobs zu machen. Und macht es halt auf eine sehr kalte und kranke Art. Ich weiß immer den Anfang und das Ende von Mangas oder Filmen oder sonst irgendwas. Aber ich erinnere mich oft nicht, wie es dazu kommt. Brendan Fraser hat die Mumie gespielt, ja. Es geht gerade um Manga, wo mir der Name nicht einfällt. Moment mal, ich habe alle Mangas archiviert. Bei Ausrufezeichen, genau, Spy Family meine ich. Nein. Ausrufezeichen Manga, wo ist das? Den habe ich safe hinterlegt. Das war safe. Frisia! Mit zwei E. Frisia, der da los. Da. Frieser. Schau, man hätte man es nur mit zwei E geschrieben. So dumm. Frieser. Erstmal stalken. Ja, das sind alle Mangas, die ich gelesen habe. Ist echt nicht viel. Aber die meisten davon... Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kannst du auch mit Anime machen, außer mit seinem Anime. Oh, hat er ein Dartiri? Du musst einen Käfer haben. Legit die einzige Schreibweise, die ich nicht probiert habe. Ich mag halt solche Geschichten. Ich mag so diese ganzen Shonen. Bei Shonen ist noch okay, aber ich mag diese ganzen Shonen. Doch, war schon richtig. Die ganzen Shonen-Sachen wie halt Demon Slayer und My Hero Academia mag ich nicht, weil die alle gleich sind. Auch so Geschichten wie Frieser oder Homunculus sind einzigartig. Nicht einzigartig, sie haben alle trotzdem natürlich den gleichen Grundsatz wie jeder Thriller oder halt ein Archetyp der Story-Erzählung und so. Aber es ist nicht der gleiche Teenager, der seine Kräfte entdeckt. Nur mit anderer Haarfarbe. Und das sind hauptsächlich die Sachen, die ich mag. Oder Gigant. Kann man das alles lesen? Kann man da alles lesen? Wie meinst du, kann man da alles lesen? Was?
Auf Deutsch? Das weiß ich nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Ich lese immer auf Englisch. Der Wald ist eine ziemliche Kopie von Vetania, weil ja, wie er auch aufgebaut ist und so hoch runter und so. Auf der Seite, wo du deine Mangas hinterlegt hast? Nö, das ist nur ein Anime-List. Da kannst du nur Sachen bookmarken und reviewen. Review habe ich kurz Kopfschmerzen bekommen. Meme Review. Ich kann mich auch nur sehr selten mit nichtigen Werken auseinandersetzen. Was sind nichtige Werke? Meinst du genau sowas, was ich gerade meine? Schonen? Nichtige Werke. Liebe deine Liste, sehr geile Sachen. Aber es sind so wenige. Es gibt so viele geile Sachen noch, die man lesen könnte. Aber ich weiß nicht wann. Mach auch mal so eine Liste und schick die mir. Ich habe so eine Liste auch für Filme inzwischen. Ausrufezeichen Movies. Jeder Film, den ich je geguckt habe, das fehlen bestimmt einige, aber... Man wird alt und es ist schön, eine Liste zu haben, wo man Leuten einfach sagen kann, hey, suchst du einen Film zum Anschauen? Hier, einer von denen. Für die stehe ich mit meinem Namen. Bald kommt Deadpool ins Kino. Ich glaube nächste Woche. Let's go, Leute. Lasst mal wieder ins Kino gehen. Deadpool ist doch ein Film, da lohnt es sich ins Kino zu gehen, weil der wird safe lustig. Dumm, aber lustig. So, wir entwickeln dich nicht. Es ist zu viel Arbeit. Oh, warte, ich muss jedes Mal... Kann ich jetzt Nein sagen einfach? Später. Oh, nice. Ich muss jetzt echt in die Einstellung, wenn nach Irland... Fan-Treffen im Kino. Ja. Bloody on the Tracks, auch ein Banger. Das ist ein Manga. Bloody on the Tracks. Noch nie gehört. Blood on the Tracks. Deadpool, der Mann hat Geschmack. Ich meine, jeder mag Deadpool. Innocent würde mir zusagen. Innocent. Hier. Innocent und Blood on the Tracks. Fjordian. 65 Monate. Der Rekordhalter. Vielen, vielen Dank, Fjordian, für 65 Monate. Blinde Unterstützung. Es klingt jetzt komisch vielleicht, aber ich glaube, wenn mich einer versteht, dann Losshead bei der Sache. Metamorphosis.
Auch wenn es, du weißt schon, ist. Aber die Story ist trotzdem verdammt gut. Oder? Oder? Sag mir nicht, du hast es nicht gelesen. Natürlich hast du das. Komm schon. Lass mich nicht hängen. So, das muss jetzt das hier sein. Habe ich das gelesen? Einhändig gelesen. Jip, 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 jip. Aber es fühlt sich doof an, das jetzt nicht mit den Farben da rein zu tun. Okay, wir brauchen Tundra. Donde está la Tundra? Tundra está en la Denmarco, Islando, Japano. Da kommen wir nicht hin. Wir gehen nach Island. It can't be selected. Okay. Island. Mein Lieblingsfilm ist auch auf der zweiten Seite von deinem Film mit drin. Na, dann, sag doch! Immer diese Spannung. Island. Island hat keine Unterregion. Die Armen. Task. Okay. Gut. Sehr gut. Ja. Ich meine, ich schätze ja, dass ich es war, der dir diesen Film empfohlen hat. Hallo Itachi. Nein, doch. Was? So viele Speicherstände, wie heute hier gelöscht werden. Traurig. So viele Starter, die aus dem Jenseits geklickt werden. Ins Jenseits geklickt werden. Ja. Ja, los, ja. Korrekt. Das ist eine gute Geschichte. Ich habe mir auch das Interview von ihm angeschaut bei Trash Taste Podcast. Der Typ ist schon... Ja. Wie leger der über manche Sachen redet, ist krass. Und die drei anderen so, what the fuck? Und er so, was, ist doch ganz normal. Nein! Meinst du From Dusk Till Dawn? Der ist mega. Nein, wir meinen Tusk. From Dusk Till Dawn ist natürlich auch ein Klassiker. Jetzt wollte ich Tusk schreiben. Leo. Kenn ich nicht. Ja, den kennen nicht viele, aber es ist ein Meilenstein der Filmgeschichte. Und vor allem sehr gut für erste Date-Filme. Sehr gut für erste Dates. So, wenn du durch den Film durchgehst mit deinem allerersten Date und ihr beide sagt danach nicht, also und das, dein Date schaut dich nicht an danach und sagt, was, bitte lass mich hier raus und ich rufe die Polizei. Oder schon während dem Film so langsam so, ich muss kurz auf die Toilette, Klink, Tür geht zu, raus, draußen laufen so die Schritte so sauschnell weg, Polizeisirenen kommen. Wenn das nicht passiert, dann hast du den Partner fürs Leben gefunden. Wer spielt mit? Yep. der eine Typ ist tatsächlich bekannt, der hat in sehr vielen Filmen gespielt, aber ich weiß den Namen immer leider nicht. Der hat bei New Girl mitgespielt, der hat bei... Ah, dieser geile Horrorfilm, wie hieß der nochmal? Get Down to Hell? Nee. From Hell? Nee. Das ist Johnny Depp.
Egal, in so, er spielt oft so in so Indie-Filmen mit. George Clooney, genau der. der mir nicht eingefallen ist. George Clooney. Der aus New Girl. Kennen wir nicht alle die Szene, wo Zooey Deschanel mit George Clooney rummacht? Ja. George Clooney. Bei Stirb langsam war er der Hacker, genau. Stirb langsam 4 war er der Hacker. In Jeepers Creepers war er der Hauptdarsteller wahrscheinlich. Der heißt nicht Justin Long. Heißt der Justin Long? Nein. So ein Name, den man sich merken kann. Der heißt Justin Long? Warum habe ich mir diesen Namen nie gemerkt? Der ist so einfach. Okay, ich werde nie den Namen vergessen jetzt. Justin Long. Justin Long. Jeepers Creepers muss ich mir eigentlich mal wieder anschauen, weil ich mochte den damals nicht. Als Teenager. Ich fand es so kacke, dass das dann ein Monster war. Und nicht ein Serienkiller. Ist übrigens kein Spoiler, das passiert in den ersten 10 Minuten. Aber nach 10 Minuten war ich schon so, ach, Monster? Ich meine, der Film heißt Jeepers Creepers, aber trotzdem. Monster. Aber vielleicht... Es ist so ein Klassiker anscheinend. Eigentlich muss ich mir den nochmal anschauen. Aus dem Namen hätte ich viel mehr gemacht als Indie-Filme. Justin Long. Viele Schauspieler haben Künstlernamen, von denen man es nicht weiß. Vielleicht ist es auch ein Künstlername. Emma Stone zum Beispiel ist ein Künstlername. Die heißt nicht Emma. Das ist so viral gegangen letztens, weil sie das mal erwähnt hat. So, ich heiße übrigens gar nicht Emma, ich heiße Emily. Und ich wünschte, jeder würde mich Emily nennen. Aber damals haben alle gesagt, ich muss mich Emma nennen, weil es gab schon eine berühmte Emily. Ist das nicht traurig? Aber wahrscheinlich hat es zum Erfolg beigetragen. Emily Stone klingt nicht so geil wie Emma Stone. Komisch, ne? Gestern habe ich Gravity mit George Clooney und Sandra Bullock gesehen. Ich finde ihn tatsächlich auch nicht schlecht. Der ist sehr einengend, sehr creepy, sehr... Man hat wirklich das Gefühl, man hilflos zu sein. Man spürt ihre Hilflosigkeit im All verschollen zu sein. Und er ist halt krass gedreht und so, wie sie es gemacht haben, ist schon gut. Aber wenn ich an George Clooney denke, dann denke ich nicht an Gravity. Er ist nicht viel im Film drin. Die meisten Künstler haben einen erfundenen Namen. Ja. Leos, meint es aber schon mein echter Name? Selbstverständlich. Ich meine, ich würde euch doch nie anlügen. Hallo Beast. Justin Long. Ich werde den nie wieder vergessen, den Namen. Ich mag den. Ich habe noch nie einen schlechten Film mit dem gesehen, glaube ich. Vielleicht diesen einen. Es gab so einen Horrorfilm mit dem. Der gut anfängt, aber dann so dumm ist. Wie ist der nochmal? Manhunt? Nee. Justin Long fällt mir nie wieder. Nie wieder entfällt mir dieser Name. Shrek, dankeschön für deinen Prime-Sub von 9 Monaten. It's Baby-Time. Bei George Clooney denke ich an Oceans 11, 12, 13. Ich habe nie die Oceans-Filme gesehen. Ich will auch irgendwie nicht. Ist für mich wie Fast and Furious. Einfach nicht anschauen wollen. George Clooney ist für mich Emergency Room. Und vielleicht... Was ist George Clooney für mich? Eigentlich Emergency Room. Ich meine Barbarian. Das ist der Film, den ich meine, den ich... Der geil anfängt, so die Prämisse ist geil. Barbarian. So ein Airbnb wird doppelt gebucht. Und sie, die Hauptdarstellerin, ist so... Ah, weiß nicht. Weil er ist halt so, hey, ich bleib hier.
du kannst dir ein neues Hotel suchen oder wir schlafen zusammen. Ich gehe auf der Couch und du gehst ins Bett. Und sie macht's halt. Schläft mit einem Fremden im Airbnb. Und es fängt echt creepy an, so, oh mein Gott, was wäre wenn? Würde ich es tun, würde ich es nicht tun, als Frau das dann doch? Und es wird echt gut dargestellt, wie sie wirklich hadert und soll sie es machen? Und dann ist er aber so nett und ich glaube, das ist ein... Der Typ, das ist noch nicht Justin Long. Der Typ ist ein, Skarsgård. Einer von den Skarsgårds. Also Pennywise ist er. Und dann geht's halt voll ab und wird zu total dem abgefreakten Monster-Kack. Und dann kommt Justin Long auf einmal und so. Das ist so. Der war irgendwie, der Anfang war geil. Es ist bei vielen Horrorfilmen so, dass der Anfang geil ist, eine geile Idee, und dann wird's einfach nur, ist ein Monster. Oder, übernatürliche Kräfte. Nespresso, ja, George Clooney, Nespresso. Ein Kumpel von mir hat bei Nespresso gearbeitet. Wie oft der sich anhören musste, ist der George Clooney heute auch da? Ja, ja, der ist hinten. Der macht gerade Inventur. Find die Endszene vom Film so genial. Von was? George Clooney? Oceans? Was? Kennst du Lamb? Lamb will ich noch sehen, ich hab den nicht gesehen. Ich finde, da ist auch die Idee so witzig. Einfach ein Baby, was halb Lamm und halb Mensch ist. Lamb ist auf meiner Liste. Du bist auf meiner Liste. Ja, wo Justin Long auch mitspielt, wo ich immer dran denke. Das ist ein geiler Film und da ist das Ende auch legendär einfach. Oh, first try. Männchen. Schniedelpurmel. Schniedelpurmel. Drag Me to Hell heißt der. Ja, Drag Me to Hell. Das Cover ist so geil. Das Ende von Drag Me to Hell ist so geil. Das ist einfach eine Frau. Und Justin Long ist, glaube ich, ihr Freund. Und die Frau behandelt eine Obdachlose irgendwie blöd und die verflucht sie dann. So die Standardgeschichte, so die Standardfluchgeschichte. Und dann ist sie verflucht tatsächlich und Dämonen kommen, um sie in die Hölle zu ziehen. Drag Me to Hell. Und dann geht halt der Film darum, wie sie versuchen, diesen Fluch aufzuheben. Und es klingt so dumm, aber der Film ist echt geil. Und Justin Long am Ende auch und alles ist so gut gemacht. Okay, wir können durch. Standard Gelsenkirchen Süd, ja. Der Film hat unfassbar Bock gemacht. Ja! Drag Me to Hell. Wir haben nach Island, ne? Wir haben gewechselt. Das ist erst das vierte heute. Swiftkirchen. Warum? Weil da Taylor Swift bald auftritt, oder? Also interessant eigentlich das Gedankenspiel, welcher Schauspieler steht für uns für welchen Film. Und wenn man da mit jungen Leuten redet, ist es wahrscheinlich voll frustrierend. Wenn ich an Ryan Gosling denke, dann denke ich an Drive. Das war das erste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass Ryan Gosling existiert. Und heute sagen Leute vielleicht Barbie oder, keine Ahnung, Free Guy oder nicht Free Guy. Free Guy? Fall Guy. Free Guy war der andere Ryan.
Brad Pitt ist für mich sofort Fight Club. Edward Norton ist für mich sofort Fight Club. Aber vor allem American History X. George Clooney ist für mich eben... Ja, George Clooney ist für mich Emergency Room. Mir fällt kein Film ein, der einfach typisch George Clooney ist. Vielleicht From Dusk Till Dawn. Aber auch nicht, das ist auch nicht George Clooney Film. Batman? Ja, die Oceans-Reihe denken wahrscheinlich viele, aber das habe ich ja nicht. Johnny Depp ist Pirates of the Caribbean, ja. Definitiv. Ich muss bei Johnny Depp aber auch an Edward mit den Scherenhänden denken. Batman ist für mich Christian Bale. Ich bin nicht so der alte Batman. Die alten Batman-Filme habe ich nicht so geguckt. James Bond ist für mich Pierce Brosnan. Ich mag tatsächlich Daniel Craig. Viele mögen Daniel Craig nicht als James Bond. Ich mag ihn als James Bond. Aber für mich ist der James Bond aus meiner Kindheit ist nicht Sean Connery. Ich finde Sean Connery schrecklich als James Bond. Ich verstehe nicht, warum den Leute so mögen. Aber es ist halt wahrscheinlich deren Kindheit. Meine Kindheit ist Pierce Brosnan als James Bond. Sean Connery ist 007? Nein! Der sieht so kacke aus. Pierce Brosnan, Mann. Edward Scissorhands, weil wir alt sind, genau. Hallo, Anne. Johnny Depp, die neuen Pforten, ja. Oder das Fenster zum Hof oder so. GoldenEye 64 ist für mich James Bond. Ja, Pierce Brosnan. Ja, The One mit Jet Li habe ich sogar auch gesehen, ja. Ist da nicht sogar Elia mit dabei? Gibt es nicht einen Jet Li-Film, wo Elia mitspielt? Die R&B-Sängerin? So, natürlich haben wir wieder nur männliche Schauspieler aufgezählt. Wow. Jennifer Lawrence ist für mich Hunger Games. Auch wenn sie inzwischen so viel mehr gemacht hat. Secret Window, ja. Glaube ich war es. Das geheime Fenster, ja. Keira Knightley ist hier Prejudice-Dingsbums-Film. Jason Statham ist Transporter. Oder hieß es Crank? Crank 1 und 2, wo der quasi von Strom stärker wird. Nee, Jason Statham ist Transporter. Ich werde nie diese komischen Mac-Filme anschauen, die jetzt da dauernd rauskommen. Ah. Ich glaube, ich würde da so Schiss haben. Ich gucke mir doch nicht an, wie ein riesiger Megalodon da unten existiert. Jennifer Lawrence ist The Fappening. Eieiei. Los. Die Arme. Du hast dich nicht getraut, es zu schreiben. Die Arme, stellt euch das mal vor. Scarlett Johansson. Was ist Scarlett Johansson? Was ist Scarlett Johanssons definierende Rolle? Für mich war es tatsächlich ihr Debüt in... Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es ihr Debüt war, aber... In Lost in Translation. Für mich, wenn ich Scarlett Johansson sehe, dann denke ich an Lost in Translation. Aber inzwischen ist es natürlich Black Widow. Und vielleicht Her, aber das ist nur ihre Stimme. Vielleicht dieser, wo sie eine Spionin ist? Nee. Gott, der eine Black Widow. Der ist dieser Black Widow-Film. Lucy, genau, Lucy meinte ich. Aber nee, oder? Lost in Translation ist großartig. Ich erinnere mich immer an die Szene, wo er einfach fragt, was hat er gesagt? Und dann einfach nur so
setz dich hin. Und er hat einfach 10 Minuten durchgeredet. So diese halt Lost in Translation, diese Übersetzung aus dem Japanischen. Was hat er gesagt? Hinsetzen. Gerard Butler ist für mich natürlich 300. Aber ich bin auch ein Riesenfan von dem Film Rock'n'Roller. Und in Rock'n'Roller war Gerard Butler auch ein geiler Charakter. Rock'n'Roller ist so ein guter Film. Aber viele haben den irgendwie nicht mitgekriegt oder haben den nicht gesehen. Es ist ein Guy Ritchie-Film. Gesetz der Rache, oh ja. Austin the Shell ist aber, ja, vielleicht. Aber Scarlett Johansson ist, glaube ich, eher Black Widow oder Lost in Translation. Mark Wahlberg ist Transformer. Oder Ted. Ja, was ist mit Matt Damon? Was ist mit Damon? Bitte sagt jetzt nicht Mars-Ding. Wie heißt's? Team America. Okay, okay, das ist eine gute Wahl. Für mich ist Matt Damon nicht Meth Damon. Meth Damon ist natürlich Breaking Bad. Ja, stimmt. Matt Damon ist inzwischen Born Identity. Ich denke bei Matt Damon an der talentierte Mr. Ripley oder wie heißt der mit Robin Williams? Wo er ein Schüler ist. Wo er für einen Oscar gekriegt hat. Hunting, Good Will Hunting, genau. Und Ben Affleck ist für... Also eigentlich, nee, eigentlich sind Ben Affleck und Matt Damon für mich Dogma. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich von denen mitgekriegt habe, dass die existieren. Ja, Chris Evans ist Captain America. Der hat schon viele andere gute Rollen gehabt, wie in Snowpiercer oder Scott Pilgrim oder... Knives Out. Aber das war nie sein großes Ding so. Ich meine, Snowpiercer ist ja die Hauptrolle. Aber meistens ist er ein Nebencharakter. Aber Captain America ist halt, ja, Chris Evans. Wieder alt, ja, Dogma. Dogma ist für mich Matt Damon und Ben Affleck. Hallo Joro. Der Stand der Dinge. Wir haben in 2 Stunden es geschafft, 4 Pummel uns zu fangen. Und ich hoffe, das ist alles richtig und sie werden alle unterschiedlich aussehen am Ende. Jetzt kommt Continental. Wo ist Continental? Continental ist in Belgien oder Estonia oder Deutschland. Nehmen wir Deutschland? Nein. Wir mögen Deutschland nicht. Wir nehmen Belgien. Antwerpen. Nee, Brüssel. Wir nehmen Brüssel. Hugh Jackman ist für mich Wolverine, ja. Aber für mich ist es Logan. Das ist nicht der junge X-Men Wolverine, sondern der Logan Wolverine. Der geile. Robert Downey Jr. ist auch Iron Man, ja. Aber der hat auch andere gute Filme. Aber man denkt sofort Iron Man natürlich. Boogie Nights war, glaube ich, auch Robert Downey Jr. Und jetzt definitiv... Wer ist da? Oppenheimer?
Belgien. Ich kann nicht scrollen. Hallo? Achso, hier. Region Brüssel Hauptstadt. Okay. Da sind aber hier auf der Seite einige mehr Regionen abgebildet. Krass. Hier sind, bei Belgien sind hier mindestens 10 Regionen abgebildet und hier sind aber nur 3. Aber Brüssel wird schon stimmen, wobei, dann nehmen wir lieber was anderes. Deutschland. Non-selected. Wenn wir Deutschland nehmen. Das sollte auch kontinental sein. Continental Breakfast. Benedict Cumberbatch bleibt Dr. Strange. Ja. Da denke ich an meinen. Da denke ich auch sofort immer an den. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, ist er für mich eher Sherlock. Ja, für mich ist er Sherlock und dann Dr. Strange. Und dann irgendwie ist für mich allgemein aber Cumberbatch einfach so ein paradebritischer Schauspieler. Jim Carrey ist für mich nicht Bruce Almighty. Da sehen wir, glaube ich, den Altersunterschied. Für mich ist Jim Carrey vieles. Einfach der Charakter Jim Carrey. Aber es ist der Grinch, Ace Ventura, Truman Show. Die Maske. Was war noch so ähnlich? Es war Ace Ventura, ne? Was so crazy ist. Ace Ventura in meiner Welt. Eben, oder? Ich meine, Bruce Almighty war ein guter Film und lustig. Und ich kann verstehen, dass viele da an Jim Carrey denken. Aber die tatsächlichen Rollen, die Geschichte geschrieben haben, war Maske und Ace Ventura. Der Riddler, stimmt. Hey, Deutschland ist schön, da leben nur zu viele Deutsche. Das ist schön ausgedrückt. Mads Mikkelsen? Was ist Mads Mikkelsen? Der heißt übrigens anscheinend nicht Mats, sondern auf Schwedisch? Norwegisch? Hannibal, ja. Ich habe das Hannibal nie gesehen. Ah ja, apropos Hannibal, ne? Die Rolle ist auch klar. Beide Rollen. Natalie Portman ist... Also entweder Black Swan... Oder wahrscheinlich für die... ist die Frage, ob bei Natalie Portman die Leute eher an Black Swan denken. Oder an Amidala. Padme. Die Nerds denken an Padme und die Normies denken an Black Swan. Ja, Will Smith bleibt Man in Black und Prince von Bel-Air. Vielleicht noch I Am Legend. Oder Hancock. Aber Man in Black. Auch wenn er nur in den ersten 2 spielt, ne? Und inzwischen gibt es, glaube ich, 5. Oder 4. Gibt auf jeden Fall 4. Spielt er im dritten? Ne, im dritten? Doch, im dritten ist er sogar. Stimmt gar nicht, der ist in 3 von 4. In 3 spielt er, stimmt, nur Tommy Lee Jones spielt nicht mehr mit. Ich glaube, mehr Leute haben Star Wars gesehen als Black Swan. Ja, aber es ist ein spezifischer Teil von Star Wars und sie ist sehr jung da. Aber ja, ich glaube auch, dass bei Natalie Portman die Leute eher an Star Wars denken.
Also sie ist halt noch ultra jung, vor allem am Anfang. Und dann im letzten Teil, oder im dritten Teil, so viel kommt sie auch gar nicht vor. Sie ist zwar ein sauwichtiger Charakter, aber sie kommt gar nicht so oft vor. Aber ja, ich glaube auch. Sylvester Stallone ist Rambo. Das ist glaube ich, der Charakter, wo man am ehesten auseinandergeht. Ist Sylvester Stallone Rambo oder Rocky? Ich glaube, für die meisten ist er eher Rocky als Rambo. Ich finde auch, dass Sylvester Stallone eher der Boxer ist, als der, keine Ahnung, in Vietnam mit dem Maschinengewehr durchballerer. Ich glaube, ich würde auch eher Rocky sagen. Rocky. Und Schwarzenegger ist der Terminator. Oder der eine Zwilling aus Twins. Arnold Schwarzenegger ist logischerweise jeder sofort Terminator, klar. Aber wenn man mal überlegt, wie viele bahnbrechende Filme der auch hat, unglaublich. Brie Larson, finde ich, ist komischerweise, also durch Marvel ist sie natürlich jetzt jemand geworden, den jeder kennt. Aber ohne Marvel, also ich mag sie, die hat einen coolen Film, der heißt der Green Room? Nee, der heißt nur The Room. Und ich meine nicht den lustigen The Room, sondern ich meine The Room. Oder nur Room? Room? Brie Larson hat ein Kind in einem kleinen Raum. Und ich weiß nicht mehr, ist draußen die Apokalypse? Auf jeden Fall kommt sie aus diesem Raum nicht raus. Und sie zieht ein Kind auf in diesem Raum, in diesem winzigen Raum. Und sie hat nur Kontakt zu einem Menschen, der immer wieder kommt und ihr Essen gibt und so weiter. Ich glaube, wir wissen nicht, warum sie in dem Raum ist. Auf jeden Fall ist der Room. Stimmt, Scott Pilgrim war auch Brie Larson, wo sie die Sängerin ist. Aber die hat so viele kleine Rollen und nie eine definierte Rolle gehabt. Bis auf Captain Marvel. Und es ist ehrlich gesagt leider der schlechteste Charakter von ganz Marvel. Die Filme zumindest. Javier Bardem. Das ist natürlich No Country for Old Men, oder? Es gibt aber auch so einen sexy Romantikfilm mit Javier Bardem und Penelope Cruz und ich glaube sogar Scarlett Johansson. Sehr bekannter Romantikfilm. Für viele ist er wahrscheinlich auch das. Ah, Beautiful heißt er, genau, der ist einfach nur Beautiful, ja. Penelope Cruz, so nur hübsche Menschen einfach. Penelope Cruz, Javier Bardem und Scarlett Johansson. Und alle wollen was voneinander. Ja, das Bolzenschussgerät, so gut. Wusstet ihr, dass der andere Schauspieler, der dann Thanos geworden ist, wie heißt der? Großartiger Schauspieler. No Country for Old Men war sein erster größerer Film. Josh Brolin, genau. Das war sein erster größerer Film und sein Durchbruch, No Country for Old Men, Josh Brolin, der war der Cop da. War der Cop? Der war auch ein Cop. Zwei. Aber der hat für den Film keine $2000 gekriegt, weil das so ein Low-Budget-Film war. Und heute ist es einfach ein Film, der die Geschichte wieder eingegangen ist, hier von den Gebrüdern, was nicht alles und so. Aber der hat für den Film kaum was gekriegt, weil das so ein Mini-Film war. Aber wahrscheinlich ist auch wegen dem Film Javier Bardem und Josh Brolin einfach riesig geworden. Und Tommy Lee Jones war auch dabei. Tom Hanks ist schwer. Tom Hanks ist für mich, glaube ich, Saving Private Ryan.
Und natürlich Castaway, aber ich habe nicht so oft, ich habe einmal Castaway als Kind vielleicht geguckt. Für mich war Soldat James Ryan war so ein guter, krasser Film. Und Tom Hanks ist halt in jedem Frame einfach in dem Film drin. Oder Green Mile, oh mein Gott, ja. Oder Green Mile. Da würde mich aber auch interessieren, was heute dann so ein 18-, 19-, 20-Jähriger sagt. Welcher Film ist für dich Tom Hanks? Und entweder kennen die dann keine Tom Hanks, die wissen nicht, wer Tom Hanks ist, weil die keine Filme gucken. Aber eigentlich, Tom Hanks macht nur gute Filme und ich wäre mit jedem Film wahrscheinlich d'accord. Weil ein großartiger Film ist Captain Phillips. Captain Phillips ist, glaube ich, einer der spannendsten Filme, die ich je gesehen habe. Und es ist einfach... Und es ist vor allem so spannend, weil sowas halt einfach auch passiert. Tom Hanks ist auf einem riesigen Frachter, der Captain. Und dieser riesige Frachter wird von Piraten angegriffen. Und es klingt so, okay. Aber es ist einer der spannendsten Filme, die ich je gesehen habe. Es ist so gut. Aber der ist halt so neu. Der ist auch schon 10 Jahre alt, glaube ich. Aber der ist so neu, der Film, dass natürlich Green Mile und Saving Private Ryan so viel definierender sind für Tom Hanks. Moment mal, Forrest Gump. Oh mein Gott, wir haben Forrest Gump vergessen. Natürlich. Über allen steht, glaube ich, Forrest Gump. Tom Hanks ist Forrest Gump, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Terminal, ja. Das sind auch so die neueren Tom Hanks Filme dann, die alle großartig sind. Aber Terminal habe ich nicht gesehen, der wird mich interessieren. Ist ja auch nach einer wahren Geschichte. Ein Mensch, der... Wie lange? 5 Jahre? 8 Jahre? Nicht aus dem Flughafen rauskommt und dort lebt. Weil er quasi... Sein Pass geht da nicht rein, geht da nicht, Pass verloren, ich weiß es nicht, was genau. Aber der musste einfach... Es hat irgendwie 5 Jahre, 8 Jahre gedauert, bis sich das... Problem gelöst hat, dass er endlich weiterreisen durfte oder so. Da Vinci Code. Ich habe nie Da Vinci Code gesehen. So viele Leute lieben Da Vinci Code. Oder, oh, die Bücher. Nie. Irgendwie nie gesehen. Bürgerkrieg im Heimatland. Auch noch nie gesehen. Nie gehört. Wir haben so ein Glück jetzt. Ach, das ist der Grund. Bürgerkrieg im Heimatland war der Grund, warum er nicht zurück kann. Krank, oder? Aber deswegen würde ich den Film eigentlich gerne mal sehen, weil ursprünglich ist das ja, ich weiß nicht, woher der kam. Irgendein arabisches Land, glaube ich. Das ist... kurz Ägypten sein, aber Ägypten war es bestimmt nicht. Oder Iran oder sowas. Wie rechtfertigen die, also was ist die Story bei Tom Hanks? Dass er tatsächlich Iraner ist? Auch wenn er null so aussieht? Was ja sein kann, selbstverständlich, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Shitstorm war damals. Warum Tom Hanks nehmen für einen Charakter, der eindeutig, wo die Story definiert wird dadurch, dass er aus einem Land kommt, wo Bürgerkrieg herrscht. Aber keine Ahnung, deswegen interessiert es mich, wie der Film dann ist. Akuma, du bist ein Vipitis. Die haben, glaube ich, ein Land erfunden. Auch nicht schlecht. Ich meine, sowas macht oft Sinn. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum... In Filmen gibt es auch so oft die Situation, wo zum Beispiel jemand einen Betrag verhandelt, so bezahlt werden will oder Gehalt oder sowas. Und dann wird immer auf einem Zettel geschrieben und der Zettel wird zugeschoben, geschoben.
Warum machen die das? Zum einen ist es natürlich spannender. Aber es ist halt einfach dafür da, dass man nicht den Betrag mitkriegt. Weil diese Sachen sich ändern über den Lauf der Welt. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel noch Filme anschaut, wo war das letztens, habe ich das irgendwo wieder gesehen? Weiß ich, wenn du einen Film aus den 60ern anschaust und in dem Film geht jemand ins Kino und dann sagt er, ah, McDonald's zum Beispiel, der Film von McDonald's. Da sagt er, ich hätte gern ein komplettes Big Mac Menü und der sagt, okay, das macht 60 Cent. Aber das ist was anderes, weil das ist ja quasi eine Doku gewesen. Aber wenn du halt dann den Film 80 Jahre später anschaust und du siehst da jemanden sagen, ja, das Ganze kostet sie 80 Cent. Und dann bist du so als Zuschauer so, what? So nix. Und der Charakter ist so, oh mein Gott, viel zu viel. Also es sind halt so Details, die sich über in der echten Welt ändern über die Jahre hinweg. Deswegen, damit ein Film zeitlos bleiben kann, wird sowas wie Geldbeträge einfach nicht erwähnt. Oder auch Marken natürlich und so. Außer sie werden bezahlt. Aber deswegen kann ich das auch verstehen, dass sie sagen, okay, wir nehmen das Land nicht, weil wir wollen, dass es eine Geschichte ist und keine Doku. Und die Geschichte würde in 30 Jahren keinen Sinn ergeben, wenn das Land das friedlichste Land der Welt ist. Keine Ahnung, beim Land finde ich es komisch. Aber ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Vielleicht irgendwie. Der Schmetterlingsgrind. Yes. Das erste haben wir noch komplett entwickelt. Und es hat eine Stunde gedauert. Und dann habe ich gesagt, okay, wir entwickeln nicht mehr. Die Frage ist, ob ich sie, damit sie, keine Ahnung. Ah, warum gehe ich nicht oben lang? Soll ich sie in Gen 7 entwickeln? Oder in X kann ich sie auch entwickeln? Soll ich sie alle in X entwickeln? Ja, ich glaube, ich entwickle die alle in X. Du kannst die Quaffuffs nicht ändern, deswegen. Ich habe 10 Quaffuffs. Die sehen aber alle gleich aus. Und dann hoffen wir einfach, dass in Pokémon Bizarre wir die Möglichkeit haben werden, Frisuren zu ändern. Weil ich werde nicht. Also die Alternative ist natürlich, die aus Go zu nehmen. Und ich habe fast alle aus Go. Im Pokéball, in männlich, aus dem Land mit meiner OT, weil ich in den Ländern war, wie Frankreich und Japan und sowas. Aber da fehlt mir trotzdem immer noch Ägypten und Amerika. Und das sehe ich nicht ein, dass ich das mache. Also ich werde jetzt sicher nicht nach Amerika reisen, nur um einen Quaffuff zu entwickeln. Deswegen geht es nicht. Beziehungsweise wir hoffen. Plaza. Oh, Nine Biene, sorry, ich habe die nicht gesehen. Wir haben so über Filme geredet. Weil du noch da bist, Nine Biene, geht das mit den Bibillon nur auf gemoddeten DS? Nein. Das, was ich hier die ganze Zeit mache, kannst du ganz normal machen und mache ich auch gerade ganz normal. Du wirst so nicht alle Formen so kriegen können. Deswegen, warte ich gerade auf einen amerikanischen DS und einen japanischen DS, dass sie ankommen, die ich gekauft habe.
Deswegen heute, ich meine, wir schaffen es nicht heute, aber ich kann nur 15 machen. Die restlichen drei. Sind es 15? Es sollten doch 14 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18. Ne, es sind 18. Minus 3. Ja, 15. Weil drei Stück kann man nicht in Europa kriegen. Du kannst 15 Stück bekommen. Zwei Amerika und eins in Japan. Wenn ich das so sehe die ganze Zeit, bin ich echt froh, dass ich das Spiel, meine Haupt-Experience vom Spiel emuliert habe. Was diese Frames droppen hier, ist echt krass. Aber ich denke mir dann bei so einer Cutscene wie gerade eben, wo wirklich nur 20 Frames oder so laufen und die ganze Cutscene über, denke ich mir, wenn ich das sehe als Game Freak, dann nehme ich doch einen anderen Ausschnitt. Dann nehme ich doch vielleicht nicht das Wasser mit rein oder die Stadt mit hinten, sondern mache den Ausschnitt so, dass es halt nicht 10 Frames hat, sondern 30. Warum dann darauf beharren und sagen, ah, passt schon. Passt schon, dann ruckelt's halt, das merken die doch eh nicht. Aber das denken die wahrscheinlich. Und die meisten merken es wahrscheinlich echt nicht. Und zwei Eventverteilungen, ja. So, das ist Nummer 5. Haben wir die Lücke zugemacht. Ändern wir wieder auf unser Irland, damit ich Bank benutzen kann. Und dann danach brauchen wir... Ah ne, das war jetzt Continental. Wir haben die Lücke zugemacht. Danach kommt Elegant. Ah, gerade die Lücke zugemacht und schon können wir das nicht machen. Das ist das eine, das es nur in Japan gibt. Das heißt Meadow. Meadow ist das Standard-Pattern. Beziehungsweise hier in der Liste nehmen sie das hier. Dann kann ich das ja auch abkreuzen. Also werde ich das nicht machen. Ich habe eins. Das Standard-Pattern, was für die hier das Weiße ist. Aber ich werde, glaube ich, als Standard-Pattern das hier nehmen, weil das ist Standard-Pattern. Das hat ja auch die Arena-Leiterin. Das Rosa, ne? Und dann... ist das oben in der Hauptliste, aber in WWJ-Ordner ist es dann nicht drin. Das ist ja auch so bei den Sigards, ne? Sigard ist in der Liste und dann kommt später nochmal eine Stelle mit drei Sigards. Oder mit... ne, das rote Florges und dann die restlichen Farben. Hier ist ja auch nicht nochmal das rote Florges. Aber komischerweise bei Vivio sagen sie, ja, dann machen wir das doppelt. Bei Incognito auch. Bei Incognito verstehe ich es noch, weil du willst halt A bis Z haben. Aber ob hier eine Farbe doppelt ist oder nicht, ist doch, das ist doch nur Pisacken. American Horror Story. Ich verwechsel es immer mit An American Crime. An American Crime ist ein Film mit Elliot Page. Der sehr gut ist, der Film, aber crazy. Und American Horror Story ist doch eine Serie. Ich habe mal ein, zwei gesehen und es war für... Ich fand es irgendwie seltsam. Also ich konnte irgendwie nichts abhaben davon. Aber ich weiß, dass es viele mögen. Und vielleicht müsste ich nur mehr anschauen.
Ist auf Disney Plus. Ich glaube, ich habe das damals auf Watch Ever mal angeschaut. Kennt ihr noch Watch Ever? Bevor Netflix Watch Ever zerstört hat? Verständlicherweise. Okay, wir suchen Meadow. Meadow ist doch auch. Ist doch Frankreich, oder? Ja, weil das Spiel spielt in Frankreich. Meadow. Andorra. Machen wir Andorra, einfach weil es so besonders ist. Austria, Vorarlberg. Ja, und komplett Frankreich. Nee, wir machen Andorra. Die Andorianer. Die heißt bestimmt anders. Müssen auch mal gewertschätzt werden. Es gibt eine coole Band aus Andorra, die heißt Persephone. Die haben wir mal live gesehen. Die kommen aus Andorra. Das ist wahrscheinlich die einzige Band, die dort existiert. Nein. Andorra ist sehr, sehr klein. Andorra. Es ist auch noch ganz oben. Albanien ist drüber. Okay, Nummer 6. Und wir haben hier noch von Toasty. Toasty. Ein Thunderer. Sehr gut. Fast perfekt. Katapulterer, eines der besten. Wie hast du das mit den Event-Legis gemacht? In Gen 4 und 5 gab es da einen Fanserver, aber hier, ich hatte zum Glück die noch von damals beim regulären Event, zum Glück. Ich auch. Ich hab... Ah, shit. Hallo? Ich habe da den Streamer-Vorteil in den letzten Jahren immer mal wieder, wenn ich meinen Decks vervollständigt habe, gab es unglaublich nette Zuschauer, die gesagt haben, hey, ich habe die. Dann haben wir getauscht. So habe ich all die Mystischen bekommen, die es nicht mehr zu kriegen gibt. Und die beiden habe ich von Trunks bekommen. Die auch hier ist wahrscheinlich. Die beiden Vivior-Formen. Aber wenn es dich nicht stört, den Fanserver zu nehmen, um die Events herbeizurufen, dann sollte es einen auch nicht stören, PKSM zu nehmen, um die Events herbeizuführen, denn das ist genau das Gleiche. Also wenn ihr die Events haben wollt und es stört euch nicht, sie quasi von einem Privatserver euch zu holen, dann benutzt PKSM. Ist natürlich Cheaten, aber das ist ein DNS-Glitch quasi auch. Ansonsten müsst ihr, wenn ihr es komplett legit machen wollt, hoffen, dass ihr jemanden findet, der die euch tauscht oder schenkt. Ist sie gerade in Hundeform, einmal 10% und einmal 50%? Ja. Ja, nee, die Hundeform ist 10%. Es kommt nicht auf die Hund an, es kommt auf die Fähigkeit an. Das ist so wie bei Wuffels eine Spezialfähigkeit, Scharwandel. Und Spezialfähigkeiten sind keine versteckten Fähigkeiten, sondern tatsächlich Fähigkeiten, die das Aussehen vom Pokémon ändern. Deswegen ist hier die Regel bei Super Effective und auch meine Regel, dass wenn das Pokémon das Potenzial hat, anders auszusehen, brauche ich es. Das heißt, ich brauche 10% mit normaler Fähigkeit und Spezialfähigkeit und 50% mit Normalfähigkeit und Spezialfähigkeit. Weil beide das Potenzial haben, Megatron zu sein. Ich habe schon 5 Schmetterlinge. Und ja, ich entwickle sie natürlich jetzt nicht mehr. Aber einmal haben wir es entwickelt. Und es hat eine Stunde gedauert. Die neue Gänsehaut-Serie. Ich habe gar keinen Disney Plus, aber was ist denn die neue Gänsehaut-Serie? Heißt die so? Eine Stunde. Ja, es dauert so lang. Bis Level 12. Also insgesamt von Spielneustarten bis
Vivian hat sich entwickelt, hat es eine Stunde gedauert. Aber wir haben auch ewig gebraucht, bis das Pummel überhaupt gekommen ist. Bei allen danach kam das Pummel direkt nach dem dritten oder so. Wie hat Rosa das Konzert von den Sugar Babes gefunden? Gut. Es hat geschüttet die ganze Zeit. Das ist ein bisschen kacke bei einem Open-Air-Konzert. Es hat die ganze Zeit geregnet, aber sie hat mir auch einen Ausschnitt gezeigt, was sie gefilmt hat, und die haben echt saugut gesungen. Ja, war halt ein Konzert. Sugar Babes. Gänsehaut. Okay. Twilight Zone würde ich gerne mal sehen. Weil ich liebe den Regisseur von Twilight Zone. Wer ist er denn? Auf jeden Fall, die Twilight Zone Sachen würde ich gerne sehen. Die sind ja so ein bisschen wie American Horror Story. Du weißt auch noch nicht, ob du 3 oder 4 Shiny Sigard holst. Finde eigentlich 4 Quatsch. Ich verstehe, wie man es Quatsch finden kann. Weil ich ja auch bei den Gigas meine Linie gezogen habe. Ich habe gesagt, hey, ich brauche nicht alle Shinies nochmal als Giga. Wenn ich die Shinies, die ich habe, zum Giga machen kann. Weil das ist genau das gleiche eigentlich. Aber da ist es halt ein Sigard gegen 35 Gigas. Und ich habe sehr spät bei den Gigas die Meinung gewechselt. Ich glaube, ich habe safe 25 Shiny Gigas extra gefangen, bevor ich gesagt habe, ne, ich mache das nicht mehr extra. Aber Shiny, keine Ahnung, wie ich das dann irgendwann machen werde. Wahrscheinlich wird in Plaza einem kein Shiny Sigard hinterhergeworfen. Im Gegenteil, alles gelockt. Die Locker. Hallo Dark Sigi. Sanna. Schön, dich zu sehen. Mensch, Sanna. Nein. Dave, weil du den ja auch guckst, hast du das mal gesehen? Ich habe das heute erst vorgeschlagen gekriegt. Das Video von Julianstagram, wie er alle seine Shinies präsentiert. Du kennst es wahrscheinlich, weil du hast deine Boxen ja genauso angeordnet. Ich finde es ja schrecklich, wie die Boxen angeordnet sind. Es wird doch schlecht, wenn ich das sehe in dem Video. Wie kann man seine Boxen so anordnen? Ah. Du kannst doch nicht Melmetall und dann danach direkt. Du kannst doch nicht Melmetall und dann danach direkt. Wo ist es? Und dann danach direkt Grookey haben. Das geht doch nicht. Da muss doch Platzabstand sein zwischen Grookey und Melmetall. Naja. Ich habe nur durchgeklickt. Aber ich habe gemerkt, er erzählt viele interessante Sachen. Vielleicht soll ich es mir mal komplett anschauen. Du hast es nicht so angeordnet. Ich dachte, du hast es auch komplett durchgehend gemacht. Sodass du keine Lücken hast. Im Englischen heißt die Serie Goosebumps. Goosebumps. Et. Genau, du kannst normale Shiny fangen und dann zu einem Giga machen. Aber ich habe halt, wenn wir Bisa Floor nehmen,
Bei Bisaflor ist es sogar noch mal extremer, weil Bisaflor hat ja ein Giga. Das Giga sieht man aber, beim Giga sieht man nicht den Geschlechtsunterschied. Das heißt, Bisaflor, ne, weiblich, männlich, größere Blume, kleinere Blume. Oder hier, Blüte. Sobald es Giga wird, ist es egal, ob männlich oder weiblich, exakt identisch. Und trotzdem hatte ich ein männliches Bisaflor in Shiny, ein weibliches Bisaflor in Shiny, zusätzlich noch mein Bisaflor in Shiny, dem ich die Suppe gegeben habe, und zusätzlich noch mein weibliches Bisaflor in Shiny, dem ich die Suppe gegeben habe. Weil wie gesagt, wenn etwas das Potenzial hat, anders auszusehen, dann zählt das auch. Und ein weibliches Bisaflor hat auch das Potenzial, zu einem Giga-Bisaflor zu sein. Und das weibliche Bisaflor sieht anders aus. Aber das ist eigentlich, da fängt halt der Quatsch richtig an. Weil warum soll ich etwas haben, das anders, also das in Giga nicht anders aussieht? Smetbo genau das gleiche. Und ich habe da halt angefangen und die alle gefangen. Und irgendwann dachte ich mir, Alter, ich mache das jetzt anders. Ich gebe einfach all den Shinies, die ich schon habe, also das Macho Mai, was ich sowieso schon habe, das kriegt einfach die Gigasuppe. Also ich fange nicht extra nochmal ein Shiny Macho Mai, nur damit das nochmal die Gigasuppe bekommt. Aber der Ordnungshalber wäre das so, weil es gibt ja eine eigene Gigabox, die ich ja auch machen werde im Origin Dex oder die ich jetzt schon habe, aber halt noch nicht so schön. Es gibt ja die eigene Gigabox hier unten. Hier. Das sind ja alles Gigas. Und genau genommen musst du die ja nicht einzeln haben. Es reicht ja, wenn du die schon da oben mit Suppen versehst. Aber der Ordnungshalber gibt es halt eine Box, die nur mit Gigas ist. Da ist halt die Frage, willst du das in Shiny auch machen? Damit Herkunft. Also für den Origin Dex werden meine Gigas die Herkunft Galar haben. Weil da war das erste Mal, dass es Gigas gab. Naja, okay, du hast die einzelnen Decks nochmal separat, okay. Ja, das fand ich auch krass. Er hat es nochmal komplett gemischt. Er hat Bisasam, Bisaknoss, Bisaknoss, Bisaflor, 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 Bisaflor. Nee, die Shinies nicht unbedingt. Die Shinies, also vielleicht, wenn ich fertig bin. Aber im Moment, ich habe alle Gigas in Shiny. Also Gigas sind bei mir komplett abgehakt, erstmal. Aber ich habe halt einfach dann das Shiny Kingler, das ich hatte, einfach die Suppe gegeben. Das heißt, mein Shiny Kingler kann zu einem Giga-Shiny werden. Und es ist so ein Grind. Diese Dünner-Suppen sind so ein Grind. Da freue ich mich drauf. Nicht. Halt, ich muss doch ein Pummel fangen. Echt, es war am gleichen Tag wie du? Er war am gleichen Tag fertig quasi wie du? Krass. Er wusste das. Es dauert 45 Minuten. Wenn ich mal irgendwann fertig bin und ein Video dazu mache, ich will nicht, dass meins 45 Minuten geht. Ich gehe da durch und erzähle bei irgendwelchen besonderen Shinies, erzähle ich eine Geschichte und das war's. Ich werde nicht erklären, wie man Incognito Shiny huntet in dem Video. Das ist einfach nur ein Best-of sein.
Ihr beide auf Infamomo gewartet. Ach so. Infamomo. Wo entwickelst du die WW aus? Ich glaube in X. Frage mich nur, ob ich sie vielleicht auf dem Emulator entwickle, damit es besser aussieht. Es sieht so kacke aus. Die Pixel sind so gewaltig groß. Oder entkam sie nur Popo? Ich meine. Ich finde, in Karmesin und Popo sehen halt Entwicklungen nicht so geil aus. Entweder sind sie auf diesem riesigen gelben Bildschirm einfach, der viel zu grell ist, oder sie sind einfach in der hässlichen Grafik vom Spiel. So schräg an irgendeinem Hang. Und dann so ein Pokémon davor oder so ein Grasbüschel davor. Und hier ist es halt dieses schöne Blau und dann das Pokémon dreht sich und dann pschuh. Wenn doch nur alle so wären wie in Legends Arceus, wo es so episch aussieht. Hallo Gaming Justin. Jetzt will wieder keins kommen, 20%. 20% my ass. Ja, ich habe ja auch angefangen. Deswegen bin ich ja so. Es war so eine Zeitverschwendung. Ich habe ja auch angefangen, keine Formen zu sammeln von den Shinies. Und habe halt sau viele Doppelte, die ich dadurch dann hatte, weggegeben, weggeschenkt und so. Dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, ich sollte doch Formen sammeln. Oh, ich hatte doch ein weibliches Bisasam. Oh, ich hatte doch das und das. Ich hatte das doch. Und dann habe ich die alle weggegeben. Bin gespannt, wie Legends Saar wird. Es wird fantastisch. Es wird von A bis Z perfekt. Grafik wird Unreal Engine 6 sein. 120 Frames. Alle 1025 Pokémon in einem Spiel. Voice Pommel! Ihr spricht, wie ich Legend. Dir gefällt, wie ich Legends Saar ausspreche. Das heißt doch so, so steht's doch da. Oder soll ich Zar sagen? Hummel! Schniedel. Schniedel. Moment, jetzt. Wenn ich doch nicht kämpfe, sollte ich wirklich durch den Wald gehen. Spare ich Zeit. Ich trottel. Ich hoffe auf viele Shinies, die immer noch nicht auf die Switch sind. Direkt rein da. Du meinst die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die 9 Shinies, die noch nicht auf der Switch sind. Ich glaube, die werden da sein, ja.
Es sind nur 9. Man sollte diese letzten 9 Pokémon doch mal auf die Switch packen. Ist dann eigentlich Purmel und die Weiterentwicklung auch immer unterschiedlich? Diese Purmel wird sich ja nicht gleich entwickeln. Das ist jetzt der Purmel. Wie meinst du, willst du mich trollen oder meinst du es ernst, die Frage? Du hast es doch auch woanders entwickelt, was meinst du? Ach so, du meinst... Das habe ich eben in dem Video heute gesehen von Hylianstagram. Er hat einmal kurz erklärt, das wusste ich nicht, dass Purmel früher eine eigene Form hatte. Das hat in die Kamera geguckt. Das war aber ein Bug. Und dann haben sie es weggemacht. Nein, Purmel hat nur eine Form. Davon kannst du mich nicht überzeugen, dass Purmel mehrere Formen hat. Wobei, man könnte es natürlich sagen, wenn ich sage, wenn ein Pokémon das Potenzial hat, eine andere Form zu haben, dann zählt das auch als eigene Form. Nö. Da höre ich auf. Ich gehe nach dieser Liste hier. Ich finde die Super Effective Liste ist super und die nehme ich. Wenn die sich dazu entscheiden, dann rede ich mit denen. Du hoffst auf alle Carlos-Pokémon? Das glaube ich schon. Ich meine, es sind nur 69 Carlos-Pokémon. Ist nicht so viel. Dann packen sie noch die rein, die es noch nicht gibt. Äffchen, Quaffaff, wobei, ja. Äffchen, Nagelotz. Noch ein paar All-Time-Favorites. Die Relaxo, Garados. Lurak. Gengar. Pikachu. Glaubst du, ob es irgendwann 1 Million Pokémon geben wird? Ich meine, rechne mal aus, wie lange das dauern wird. Du unterschätzt, wie viel 1 Million ist. Seit wann existiert Pokémon? 1995? Sagen wir 30 Jahre, grob. Wir haben 30 Jahre gebraucht für 1000. Das heißt, wir brauchen 30.000 hier. Was? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob du so weit in die Zukunft schauen wirst. Willst. Willst du 30.000 Jahre in die Zukunft blicken? Ah ja, du kannst ja dein Gewissen in einen Computer hochladen. Und dann erlebst du es. Aber nein, ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, aber nur um zu gucken, ob Bloodborne endlich mit 60 FPS läuft. Läuft Bloodborne nicht mit 60 FPS? Aber es liegt auch daran, dass Bloodborne nicht auf dem PC ist, oder? Es ist doch noch das Einzige, was nicht auf dem PC ist. Und Demon's Souls natürlich. Aber es ist ja auch ein altes Spiel für die PS3. Glaube ich. PS4? Es muss halt endlich mal der PC-Port kommen. Ja, es war PS4.
Du hast direkt zum zweiten Gerät getauscht, ja, aber das kann ich nicht. Erstmal hier 10 Frames anschauen. Ich habe nur einen 3DS, ja. Es tut mir leid. Ich bin der einzige Pokémon-Streamer mit nur einem DS. Und bald habe ich 3. Dafür habe ich 4 Gamecubes. Man braucht auch nicht mehr. Doch, siehst du doch, man braucht 3. Jeder, der nicht 3 DS hat, armer Schlucker. Ihr nennt euch Pokémon Trainer? Das Demon's Souls Treatment, ja. Beziehungsweise das Dark Souls Treatment hat sie auch. Die auch eins gekriegt. Einstellungen. Anspruchsvollste App ever. Morgen weiß ich nicht, ob ich streame. Wenn, dann wahrscheinlich eh Entei Shiny Hunt. Langsam sind wir wirklich fertig hier. Und morgen Nachmittag bin ich bei einem Pokémon-Quiz eingeladen. Das ist aber nicht live. Ihr werdet das Video dann irgendwann sehen, wenn das fertig ist. Keine Ahnung, was für Fragen da kommen, aber ich werde sicher verlieren. Bei wem? Hase mit Hut. Der Hase mit Hut. Tut der gut? Der macht viele so lustige Quiz-Ideen immer und lädt Leute ein. Und macht dann Videos draus. Wenn ihr auf seinen Kanal geht, der Hase mit Hut, seht ihr auch ein paar, wo ich schon dabei war. Und morgen macht er wieder eins. Deswegen weiß ich nicht, ob ich morgen online komme. Wenn ich eh schnell wieder weg muss, um bei diesem Quiz dabei zu sein. Aber 6 muss reichen. 6 Vivillons muss reichen. Und das immer verloren? Ja. Aber ich bin auch nicht der Typ, der gewinnt. Weil mir es egal ist. Du kannst nicht gewinnen, wenn es dir egal ist. Und mir ist es egal. Deswegen spiele ich ja kein Competitive, deswegen spiele ich keine Multiplayer-Spiele, weil ich keinen Drang habe zu gewinnen. Wenn du keinen Drang hast zu gewinnen, verlierst du.
weiß doch so viel. Nein, ich weiß überhaupt nicht viel über Pokémon tatsächlich. Die Leute denken das, weil die Leute denken, ah, wenn jemand Pokémon-Videos macht, dann muss man viel wissen. Nein. Du, ich weiß noch nicht mal Wechselwirkung von Attacken. Ich weiß am wenigsten von all denen. Hätte wahrscheinlich ein, zwei mehr sein können. Ja, aber mir geht's nicht um Zeit. Ich hab doch Spaß daran. Ich will das ja nicht schnell fertig machen. Ich könnte es ja noch schneller machen, indem ich warte, bis mein DS da ist und dann tausche ich hin und her die ganze Zeit und schaffe ich einen in 10 Minuten. Aber warum? Dann ist es ja vorbei. Bei mir ist eher so, ich verliere nicht gerne und deswegen mache ich nicht mit. Ich habe nichts gegen Verlieren. Ich will nur Spaß haben. Es geht um die Reise. Und das Ziel. Und Geld. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Und bald ist hoffentlich meine Stimme wieder normal und ich kann das neueste Video aufnehmen. Bussi, Bussi, Bussi. Stellt nichts an. Und vergesst nicht, Forrest Gump war ein Film. Wir haben den vorhin alle vergessen. Kann man doch nicht vergessen. So ein Film. Tschüss! Ah!